und eine Zauberin. Wir sind im Schicksal verbunden, zu großen bestimmt. Wir plündern die Gräber und singen Gesänge. Gnu spendet ihr Blut an Astarions Fänge. Keiner weiß, wie weit der Weg bis Baldur's Gate. Mit Gnu und Papuja bist du zu spät. Willkommen zu einer weiteren Folge mit Papo. Hello, we're back. Ja, und ich muss sagen, geiles Intro, schreibt gerne mal dazu, was ihr davon haltet, hat Papo geschrieben und der liebe X zu dem X hat das Ganze für uns umgesetzt und ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Ja, ich finde es auch mega krass. Also vor allem, weil du hattest mir ja die erste Version geschickt und jetzt hast du gerade nochmal die zweite gezeigt. Holy shit, wie cool ist das? Ich glaube, es einfach zeigt unsere Charaktere animiert. Ja. Voll geil. Wie so eine Serie. Ich glaube, das zeigt, wie ernst wir es nehmen mit Baldur's Gate. Und ich habe wieder einen Kommentar mitgebracht von Simon, der sagt, sehr spannend, ihr findet echt immer Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Zwei kleine Hinweise, wenn Leichen grün leuchten, heißt das, sie haben noch was zu sagen. Dann wirkt ihr am besten jedes Mal mit Toten sprechen ein. Zweitens, wenn ihr mal wieder ein Level aufsteigt, denkt ruhig drüber nach, noch eine zweite Klasse dazu zu nehmen. So kriegt man richtig mächtige Kombinationen. Viele Klassen haben auch schon auf Level 1 sehr nützliche Fähigkeiten, zum Beispiel Tierbegleiter bei Waldläufern, Kampfrausch bei Berserkern, Tierverwandlung bei Druiden, die man dann mitnehmen kann. Lohnt sich immer, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Vielen, vielen Dank, das wusste ich gar nicht. Das ist wirklich sehr sinnvoll. Ja. Das heißt, man kann also immer so zwei Klassen kombinieren und dann so einen Mischmasch machen. Genau, das wusste ich aber gar nicht. Okay, also dann, was wäre denn so dein Go-To? Was würdest du denn sagen, würde zu dir am besten passen, wenn du jetzt, du bist Magierin, nicht Zauberin, ne? Genau. Ja. Nee, warte mal, ein Gnome, eine Zauberin. Warte mal, bist du Magierin oder Zauberin? Ich bin Zauberin. Okay, gut. Das heißt, was würdest du sagen, passt noch gut dazu? Was willst du dazu holen als Klasse? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht irgendwas zu heilen. Ja, Heilung mache ich ja schon. Klerikerin vielleicht noch. Ja. Meinst du das ist sinnvoll? Ja, weil gegen später braucht man schon so ein paar Heilungsdingern. Wir gehen jetzt mal zu die Stiegstraße. Wir haben vorhin schon gesprochen. Wir wollen heute in der Folge einmal die Karawane durchsuchen. Und danach geht es ja schon Richtung Reise durch den Tempel Selun oder wir gehen eben zum Gebirgspass. Ich würde aber sagen, dass wir die ganze Map noch mal ein bisschen aufdecken. Hier unten, wenn du auf die Map gehst, ist ja noch sonnenbeschienene Sümpfe, da gehen wir auch noch hin ins Sumpfwald. Also gibt es noch viel zu tun. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier zur Stiegstraße. In die Sümpfe gehen wir als nächstes dann, das ist geil. Ich habe übrigens vorhin auch einen interessanten Kommentar gelesen, den werden wir auf jeden Fall beim nächsten auch noch einbinden. Das heißt, es kommen noch ein paar Sachen. Du bist schnell gereist, oder? Ja, du auch. Nee, noch nicht. Mal, wo waren das nochmal? Bei Karte und dann Y? Genau, du gehst bei Karte und dann auf die Stiegstraße oben Schnellreise. Die Stiegstraße, let's go. Die Stiegstraße, mein Freund. Mensch, Papo. Ja, ich glaube, das, was Halsin erzählt hatte, hieß ja, dass wir am besten durch den Tempel von Selun gehen sollten, weil wir da halt auch noch dieses Nachtlied finden, ne? Ja. Genau. Ich würde eh alles einfach durchsuchen, so habe ich es auch gemacht in meinem Privaten. Ja. Einfach alles durchglubschen. wir haben jetzt auch Pelwort angefangen, ne? Ja. Du hast mich gezwungen. Aber es macht wirklich Spaß. Also ich muss sagen, finde ich auch, dass ich das mal versucht habe. Ja. Aber natürlich auch, weil ich ja selber. Lass mal hier runtergehen noch. Ja. Der Pöck. Komm, bin ich da gerade her? Nee, da unten geht's auch noch weiter. Ich bin gerade überlegen. Aber lass mal hochgehen, du hast schon recht. Weil ich war zum Beispiel früher, man muss es halt so sagen, es ist schon. Oh, was passiert? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht, vielleicht hätten wir uns anschleichen sollen, aber egal. Ich habe das gar nicht gesehen. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir schon versuchen, Entscheidungen so hinzunehmen, wie sie sind. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können uns sogar noch anschleichen, ne? Ich gehe mal versteckt. Ich gehe mal versteckt vor. Achso, ja, das kann sein, ja. Aber dann sind wir langsamer, oder, wenn wir jetzt versteckt vorgehen? Egal, aber dann kriegen wir uns vielleicht nicht mit. Passt ja nicht alles mit Ton. Ja, sorry. Wem helfen wir? Helfen wir den Jungs, oder? Die Viecher sind ja, glaube ich, immer böse. Okay. Ich gucke nachher mal meine Unterklasse an, tatsächlich. Bester Zauberer am Anfang sind Klopfen und Befreien. Mit Klopfen kannst du Schlösser öffnen und Befreien kannst du Gegner entwaffen. Oh, das ist natürlich geil. Okay.
Ich steppe auch mal nach vorne mit ihm. Ich hoffe, dass du demnächst mal die Lizelle snackst. Ja, ich hoffe auch, dass ich die mal snacken darf. So, soll ich jetzt noch wen heilen oder so? Ist ja gerade eigentlich niemand verletzt. Nee. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen? Ich könnte ein Lied spielen, aber ich glaube, das mache ich mal lieber nicht. Nee, ich mache mal Kampfinspiration auf Astarion. Ja. Das kann ich ja jetzt schon mal machen. Okay, und dann ist mein Zug zu Ende. Die haben voll was Hyänenartiges, finde ich. Ja, ja, voll. Ich glaube, sollen es auch sein. Die lachen ja auch so gruselig. Ja, ja. Das sind verwandelte Hyänen tatsächlich. Also das waren mal Hyänen. Ja, da links sind auch noch welche, ne? Da stehen noch genau, zwei. Und die verwandeln sich in diese Viecher, wenn die sterben und man sie da nicht tötet. Oh, die haben uns schon gesehen. Ja, dann können wir auch aufhören zu schleichen. Wie kann ich denn mit Astarion Leute entwaffnen? Du musst wahrscheinlich eine bestimmte Attacke auswählen. Ja. Ich habe die zum Beispiel auch. Da ist so ein entwaffnender Angriff Fernkampf, habe ich zum Beispiel, und entwaffnender Angriff Nahkampf. Okay. Okay, aber dann laufe ich mal mit der hier. Ich glaube, ich mache mit ihr mal den Spurt. Ja. Damit wir ein bisschen weiter nach vorne kommen können. Weil ich glaube, die sollte vorne stehen. Und dann kann ich noch... ich habe eine Idee. Guck mal. Ich kann die, glaube ich, nämlich gerade richtig viele treffen. Sehr nice. Zusätzliche Aktion. Und dann den Zerfleischer. Schlage nach einer empfindlichen Stelle einer Kreatur. Der Zerfleischer. Der Schwingwaffe mit voller Macht. Du kannst Gerät aus dem Gleichgewicht. Okay, Riesenspalter. So, und wenn ich das jetzt so mache, alle gehittet. Geil. So, und dann glaube ich, bleibe ich einfach mal hier vorne stehen. Weil wenn sie blockt, wenn jemand nicht trifft, dann mache ich direkt halt einen Counter an. Ja, das ist geil. Das ist halt auch ganz gut. Das ist richtig nice. Guck mal, wie süß er sich bewegt, wie seine Rücken sich verbiegt. Nimmst du einfach die jetzt von hinten ankommen? Ja, ich nehme die jetzt. Aber wohl, ich würde auch gerne so eine Dolchwolke schießen auf die da. Das kannst du auch machen und danach noch die anderen irgendwie abhalten, okay, oder? Warte. Oder hast du keine zusätzlichen Aktionen? Doch, doch. No time for mercy. Okay, was kann ich denn hier eigentlich noch machen? Zauberpunkte. Ich kann mich jetzt auch noch einfach zu dir verpieseln. Dann kommen die nämlich hoch. Direkt neben dir, ne? Ach so, okay, das ist sehr gut. Jetzt kommt die andere Hyäne auch noch. Spurten. Süß, der Rücken. Die ist wirklich knuffig. Oh, ich würde die gerne anfassen. Dann macht die so hihihihi. Oh, ist die dumm? Okay. Sie ist so dumm. Oh je. Hey, das könnte echt nicht sein, Mann. So richtig verpeilt. Scheiße, sie ist süß, Mann. Richtig kleines Dummi. Jei. Ich mach mal einen. Kann ich das auf die casten? Oh, das ist eigentlich noch besser. Wir sind ein richtig gutes Team. Ich glaube auch. Ich glaube nicht nur, ich weiß. Dann heilen wir mal dich. Oh, Papo. Ist auch kein Problem, Mann. Ja. geil. Die Effekte können noch ein bisschen leiser sein. Da gucken wir doch gleich mal bei Sounds. Sound, Umgebung, Lautstärke, Gesamt, Umgebungslautstärke vielleicht so ein bisschen. So. Ist, glaube ich, ganz nice. So. Oh, guck mal, den schubsen wir jetzt auch noch. Weg mit dir. Hui. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh. Das ist natürlich blöd. Das ist jetzt unangenehm. Oh. Ja, da habe ich nicht dran gedacht, dass er mir natürlich jetzt noch einen mitgibt, wenn ich da stehen bleibe. Dem Cowboy-Hut, okay, ne? Und dieser Latzhose über dem Arsch. Oh Mann, wie süß dumm die ist. Ich glaube, du bist jetzt leider im Weg. brennende Hände bist du, glaube ich, auch im Weg. Wobei, ist ich bin blockiert. Im Weg. Ja, aber ich gucke gerade was anderes. Ja, mach doch die Hyäne oben oder unten. Die mit dem Bogen, glaube ich, wäre am besten jetzt zu killen, oder? Die ist danach dran. Die da steht? Oh ja, warte. Kann ich nochmal abbrechen? Zug beendet. Nein, ich habe Zug beendet, Mann! Oh je. Oh, Mani. Kochender Zorn. Oha. Holles kleine Äffchen. Spieß. Leider eine Kreatur, sodass du beim nächsten Angriff zum Nachteil ist? Nee.
grässliches Gelächter. Dann lach die jetzt mal. Ja, los, die Hyäne. Geil. Nice. Okay. Habe ich noch irgendeine Aktion? Ich kann noch badische Aktion machen hier. Zack, dann. Lizelle, du wirst jetzt inspiriert. Durch meine fröhlichen Gesänge. Durch die Flöte. Durch meine feuchtfröhlichen Gesänge. Oh, du Sack, Alter! Jetzt reicht's, dafür wird er jetzt aber richtig. Ja, geh in den Dolch rein. Ja, ja, so ein Dummkopf. So, dafür wird der jetzt aber richtig geroastet hier, der Sack. Warte mal. So, aber hier hackt's ja wohl. Oh shit, warum habe ich jetzt euch getroffen, nicht den? Ich glaube, wir im Weg standen genug. Ja, aber das ging doch zu ihm rüber. So ein Scheiß. So. Hey, echt. Okay. Gemeinheit. Egal, es hat zum Glück noch kein wichtiger Kampf. Zum Glück nicht. So, wer lebt noch? Nur der unten rechts. Ach so, da ist auch der. Unten. Oh. Spurten. Ja, schön durch diesen Arsch, schade. Oh, nice. Das war nicht gut. Okay. Doch, doch, das war doch gut, weil er wollte mich angreifen, der Sack. Yes, like a boss. Jetzt regt er sich richtig auf. Richtig wütend, der kleine Sack. So, jetzt wird aber geroastet hier. Das war nicht so stark, wie ich dachte. Okay. So, und die rennt jetzt mal hier runter. Oh. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich wollte neben ihn rennen. Wir beide, ey, müssen erst mal wieder reinkommen. Guten Morgen. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Und schubs. In die Säure. Der Arme. Aber richtig gut. Der Arme. Okay. Ist richtig gefallen. Ist so richtig wehgetan jetzt. Jetzt kriegt Astaran wieder auf die Schnauze. Ja, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt gibt's richtig. Ey, nein! Another fight. Oh. Let's go. Na? Hm. So, jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht. Ist ja doch so ein Feuerpfeilchen hier ganz angebracht. Der hat ganz schön viel Leben. Ja, oder? Jetzt reiß langsam mal. Reicht langsam mal mit dir. Ich komm mal zu dir. Digga. Töte es. Bevor es Eier legt. Ja, ich sieht's geh's aus, mal wird es gleich Eier legen. Nahkampfangriff. Welche Attack machen wir denn mal? Finte. Nutze sowohl eine Aktion als auch eine Bonusaktion in diesem Zug, um ein Ziel anzugreifen, dabei im Vorteil zu seinem Bonusschaden zu bewirken. Let's go. Kill it. Ja. We did it. Collected. It might du Geier! Alles aufgesammelt. Oh Gott, you're a sweet sight. Na klar. Are any of my crew still alive out there? Bro, was willst du von mir? Warte, ich mach das kurz ein bisschen lauter. Ich hab nur gefragt, was er von mir will. Nein, kein schöner Anblick. Ich habe nur Blut und Gedärme gesehen. Ah ja, genau, er hat mich einfach voll gelabert. This whole journey's been one grim sight after another. Gnolls, goblins, drow. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Eltergard ist weit weg von hier. Wo wollt ihr denn hin? We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Und wo? Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Das kenne ich. Nun gut. Willst du Gedankenwahrnehmen machen? So ist das so dumm. Oh mein Gott, ich hab voller gebraucht, um es zu raffen. Ja, ich versuche mal einzuschüchtern, oder? Ich würde erstmal Gedanken lesen, oder? Weil wir wollen ja die Fähigkeiten von dem Dings benutzen. Aber da habe ich nur -1 mit Blut leer. Das heißt, kann sein, dass das auf jeden Fall schief geht. Einschüchtern funktioniert auf jeden Fall.
weil ich habe da plus 4 Charisma. Aber wir wollen ja kein Geld, oder? Ich will Geld. Achso, also ich wäre dafür. Na gut. Ach, scheiße. Oh, sollte aber... Oh, nee, das hat nicht geklappt. Ich mach nochmal. Ja, geht doch. Natural 20. First try. I was just about to suggest the same thing. Guck mal, siehst du? So, wunderbarst. Na gut, und jetzt bringen wir den um, oder? Genau. Genau. Aua. So, wir gehen jetzt in die Höhle rein, würde ich sagen. Pass aber auf, ne? Die sind ja unsere Friends. Ich weiß nicht, wo der klauen darf. Stehlen? Nee, das können wir noch nicht machen. Außer du lenkst sie ab. Ja, pass auf, ich mach mal kurz hier einen Speicher mal kurz, weil es kann sein, dass es schief geht. Weil die es trotzdem checken. Okay, warte, ich geh mal hier und mach jetzt mal Performance. Okay. So, warte. Oh. Auftreten fehlgeschlagen. You'll have to defend your actions the old-fashioned way. Die gucken auch gerade, ne? Oh, shit. Oh, so ein Sack. Ja, Harpo, da kannst du nicht mehr... Willst du neu laden? Das war jetzt doof. Können wir machen? Ja. Aber ich glaube auch einfach nur aus dem Grund, weil wir müssen halt gucken... Du musst immer warten, ob der Auftritt funktioniert. Weil wenn es nicht funktioniert, dann sind sie nicht abgelenkt. Okay, lass mal probieren. Nee, wir dürfen es nicht nochmal probieren, oder? Das wäre gemein. Das wäre geschummelt. Ach, Mann. Naja, aber vielleicht können wir sie ja anders ablenken. Ich glaube, die merken es immer. Tatsächlich. Chat sagt auch, lass es. Die haben schon von uns eigentlich schon gewarnt. Aber ich war zu voreilig. I wanna fall with you, or you feel the wind. I was so tired, your hand. Oh, love. Jutesäcke, Mann, let's go. Ohne Verfahren. So, ich werf die mal ab mit einer Flasche Wein. Ich think this is no good idea, my friend. Okay, dann werfen wir im Schädel. Spaß. Hier gibt's ja auch noch genug so zu glubschen. Okay. Hast du den jetzt geschubst? Nein. Das sind die Konsequenzen eurer Taten. Aber wir sind doch alle friendly. Sind wirklich alle friendly, ja. Also mein Privaten ist ein unten. Richtiger Arsch. Also ich glaube, ich habe so viel verkackt. Was sind das hier? Nachteil. Feuerweinfass. Ich glaube, ich nehme mal so eins mit. Ja, gönn dir. Ist zu schwer. Rucksack, was haben wir da? Oh, da ist aber viel gutes Kram drin. Sehr gut. Rot heißt verboten, gehört jemand anderen. I know, aber rot kann man ja auch zu grün machen, indem die rot sind. Vorsicht! Ja. Genau, immer wenn du sowas siehst, kurz warten, weil es könnte eine Falle sein. Ich entschärf die mal. Das sollte ich hinbekommen. Ich habe eine 1 gewürfelt. Ich wollte gerade sagen, es steht sogar bei mir, Papo hat versagt. Ich frage schon würfeln. Gar nicht mehr. Ich mach mal kurz eine kleine Rast, damit wir kurz mal uns heilen. Ich habe mir eine 1 gewürfelt. Oh, was war da? Oh, Papo? Papo? Ja, es hat wehgetan. Was zur Hölle? Naja, ich habe eine 1 gewürfelt, zweimal hintereinander. Was soll ich? Ach, da explodiert alles. Nee, das ist nur ein Stein lang gerollt. Aber an dem komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr vorbei, oder? Nee, musst du wieder umdrehen. Oh, Mann, so, ey. Bockmist, ey. Ach, die Kugel. Ich wusste es, ich wollte es dir nur nicht sagen. Ich finde, man muss auch mal Kinder aus ihren Fehlern lernen lassen. Ja, voll. Oh, warte mal. Kann ich mit Lizelle das Ding hier zum Einsturz bringen? Dann kommen wir nämlich an die Kiste. Ich durchforste hier schon mal den dunkleren Bereich der Karte, weil da kann man vielleicht noch ein paar Sachen einsammeln. So smart, my friends. Okay, dann ich bin richtig froh, dass wir das hier gestartet haben mit Baldur's Gate. Ich fand das auch richtig gut.
Papo? Ja? Es vibriert schon wieder alles. Was machst du schon wieder? Ich mach gar nichts. Ich bin jetzt hier unten. Da ist die Kiste. Hier komme ich auch so ran. Wo bist du unten? Ich bin jetzt einfach zurückgelaufen. Wie? Also, du kannst da einfach... Du bist auf der anderen Seite. Genau, ich bin einfach runtergelaufen. Du hier läufst runter. Aus der... Weißt du was, wir gehen kurz zur Stiegstraße. Spawn dich dann nochmal hin. Aber du bist ja auf der anderen Seite vom Stein. Genau, du musst einfach nur den Weg außenrum gehen, aber den kannst du dir auch ersparen. Mit der Kiste war übrigens nichts drin, der du so nachgetrauert hast. Okay. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ist ja kein Problem. Das hat sich jetzt richtig sad angehört. Die haben wir schon mal erlegt, ne? Aber jetzt sind wir zu anders? Ich bin so verwirrt, wo sind wir? Ach, hier sind wir. Body must have been here a good while. Oh, Papo, komm mal hier runter, wenn du da bist. Ich bin bei dir. Komm, wir gehen mal hier runter. Da stinkt irgendwas ganz furchtbar. Ich habe einen fahren lassen. Na, verdammt, schon wieder. Oh, ein Buch. Aha, hier ist eine Armbrust drin, eine leichte. Guck mal, Papo, ich habe hier eine Spinnenlyra. Die solltest du vielleicht nehmen im Umgang mit Musikinstrument. Die ist für dich gemacht. Ich schieb die mal kurz zu dir, dann kannst du dir die mal ausrüsten, weil die tut nämlich die Leute scheinbar an dich fixieren und binden. Okay. What now? Das klingt erstmal ganz gut. Und ich glaube, du konntest auch mal die Lazelle mit so ein paar Sachen besser ausrüsten. Da ich muss das bei mir auch mal machen. Genau, weil vielleicht gucke ich da gleich mal deinen Stream. Da gibt es zum Beispiel auch voll die guten Handschuhe, die dir Stärke geben und alles. Die solltest du auf jeden Fall ausrüsten. Für die Lazelle. Weil ich habe jetzt Fingerfertigkeit mir ausgerüstet. Warte, was hast du? Ich muss jetzt mal sowieso mein ganzes Dienst anschauen, was ich hier so habe. Du hast mir gerade Jacke des Wohlwollens gegeben oder habe ich die? Nee, ich habe dir die Lyra gegeben. Die Lyra, was ist eine Lyra? So eine Harfe, ein ähnliches Ding. Aber ich kann doch jetzt nicht von der Flöte auf die Harfe wechseln, nur das geht doch nicht. Naja, aber irgendwann ist es Zeit, auch mal von der Flöte locker zu lassen, um einfach mal ein bisschen Saiten zu zupfen. Okay, na gut. Ich behalte die Flöte aber. Na gut, das kannst du ja machen. These things have stayed interesting. Mhm. Okay, habe ich noch irgendwas? So, Lazelle, habe ich irgendeine Ausrüstung für die? Trust no one. Lazelles Unterwäsche. Da kannst du eine Wurst ausrüsten. Geil. Ich habe hier auf jeden Fall noch andere Stiefel. Was machen die? Adrenalinrausch. Wenn du spurtest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Aber ich glaube, die sind ja dann besser für Lazelle, oder? Genau, du musst immer gucken, ob deine alte Ausrüstung schlechter ist und dann immer gucken, was dir das als Boni gibt. Wenn du willst, kannst du die schon mal besser ausrüsten. Auch die goldenen Handschuhe an die Lazelle. Da gucken, dass Lazelle immer Stärke hat zum Beispiel. Und ich mach mal kurz das Schloss auf und loote mal einfach den Shit, der hier drin ist, so lang. Ja. So, Aktion. Oh, für die Rast. Auch immer Essen mitnehmen, Leute. Öffnen. Ah, ich habe wieder keinen... Liebeszeugs. Man kriegt das jetzt einfach Astarion. Astarion! Ibims. Fallenschärfer und so Stuff kannst du eigentlich echt immer Asi geben. Und dann tue ich die ins Lager, oder? Die Bücher, Leute. Wenn die dazu nichts sagen. Das kann alles ins Lager. Lazelle trägt auch die ganze diesen Toten mit sich rum. Stimmt, der verschwendet ja voll viel Platz. So, geschmackvolle Stiefel. Okay. Gemütliche Freizeitkleidung. Aha. So. Langschwert. Du hast die Drachenblutlinien-Unterklasse. Welches Element? Woran sehe ich das? Kannst du mir das kurz sagen? Bitte, du kleines Schnitzel. Du kleiner Schnitzel. Du kleiner Schnitzel. Ich würde gerne deine Hilfe wollen.
hilf mir. Vielleicht ist auch dieses helle Barde gar nicht schlecht für die Lazelle. Diese Axt. Ja, ich habe ihr so eine leuchtende Axt gegeben. Genau, super. Oder der Hammer, der Glaubensbrecher. Hast du sowas? Ja, hast du es nicht? Nee, ich hab... Aber eigentlich ist es nicht so, wenn ich... Du hast ja voll viele Items. Ja, aber ist es nicht so, dass du meine Sachen auch verwenden kannst? Weil ich sehe schon auch, was du zum Beispiel auch die Ketten und alles. Ich seh, was du hast, aber ich glaube nicht, dass ich das einfach nehmen kann, oder? Doch, ich glaube schon, wenn es nicht ausgerüstet ist, kannst du es doch nehmen, oder? Ist doch bei dir auch drin. Ist bei dir auch der Glaubensbrecher drin? Der goldene für 1 bis 10 Schaden als Waffe? Ja, der ist auch drin. Ja, also genau, das sharen wir uns schon. Das wäre sonst auch doof. Also, der ist bei dir im Inventar, nicht bei mir, ne? Ja, aber du kannst ihn trotzdem verwenden. Ja, ich guck gerade mal, ob ich den ausrüsten sollte. Was macht denn der noch? Plus 1. Du kannst auch mehrfach Auswahl bei den Items machen und ins Lager schicken. Oh, wie? Oh ja, stimmt. Also, meine Waffe macht mehr Damage. Nice. Oh Gott, Leute, das rettet mein Leben. Danke. 5 bis 10. Feuer. Du kannst einmal pro Zug Rast ein Ziel, 2 Züge lang in Feenfeuer hüllen. Okay. Oh! Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Warum kann ich hier das Schloss nicht knacken, verdammt? Ich hab doch hier Diebeswerkzeug. Muss ich die vielleicht aufschlagen? Don't give up now. Oha, die Handschuhe sind ja richtig gut für mich. Stolz des Höhlenreiters, das gebe ich mal meinem Gnom. Ich glaube, wir brauchen eine Axt. Hast du eine Axt oder so? Ja, ich habe eine Axt. Dann musst du mal hier auf die Tür einschlagen, weil irgendwie komischerweise kann ich die gerade nicht mit Ding öffnen. Mit meinem... Auf die Tür soll ich einschlagen? Na, nichts lieber als das. Nicht auf uns, auf die Tür. Ja, nochmal. Mach ich. Let's move. Gab's da nicht einen Schlüssel des Zöllners? Wir brauchen keine Schlüssel. So, vorsichtig, es sind ganz viele Fallen. Du rüstest noch aus, ich tu mal alles entschärfen, solange. Ja, ich heile erstmal mein Bratan. Genau. Hast du so lange alles schon mal ausgerüstet, dass du bessere Ausrüstung hast? Vorsichtig. Soweit ich kann, ja. So, und dann können wir nämlich looten. Du kannst dann einfach mir nachlooten. Watch how you go. Ja, hier ist noch eine Falle. Genau, wir haben eine Axt, wir brauchen keinen Schlüssel. Das macht es bei mir zu Hause auch. Ich habe keine Türen. Entlüftung. Hier ist ein Höllenloch. Kannst du da rein? Ich möchte dich ins Höhlenloch reinstopfen. Wo? Das ist hier. Genau, geh da mal rein. Ich sehe kein Höhlenloch. Ach doch, da. I'm way too big. Ich bin zu groß. Vielleicht muss man jemanden in eine Ratte verwandeln oder so. Ja, wahrscheinlich. Können wir das? Kannst du das? Nee, ich kann mich nicht in eine Ratte verwandeln. Das kann ich nicht. Haben wir auch keine Formel, die das kann? Also so ein Zauber? Vorsicht, ich entschärfe noch. Bronzebarren, Silberbarren. Die nehmen wir mal mit, ne? Die sind bestimmt viel wert. Ah, man kann auch einfach Barrels auf die Fallen legen. Ach, ich mach das gerne, Leute. Du Geier! Ja, wir teilen ja eh alles, oder? Vorsicht, bestimmt auch ganz viel Fallen. Ja. Ich entschärfe, du lootest. Na klar. Ich glaube, es ist schneller, die zu entschärfen. Oh dear. Oh dear. Wasserkaraffe. Oh nee, die will ich nehmen. 200 Stunden und immer noch nicht mal in diesen. Krass. Aber irgendwann ist doch auch mal ein Akt auserzählt, oder? Also irgendwann gibt's ja auch nichts mehr zu tun. Also so war es zumindest bei mir, dass ich dann irgendwann an Akt 1 alles zu tun hatte. Warum spielt ihr das so lang? Soll ich schimmligen Käse mitnehmen? Wieso? Ach, hast du das schon hier entschärft? Ich habe nichts entschärft. Nee, du machst die Entschärfung. Weil irgendwie will er das hier nicht entschärfen. Vielleicht hat er das nicht bemerkt? Na doch.
Weird. Noch ein Silberbarren. Oh, was haben wir da? Gepolsterte Rüstung. Die nehmen wir mal mit. Vacant as an Oak Skull. Okay, mal gucken, was ich da aufgesammelt habe. Gepolsterte Rüstung. Rüstungsklasse. There's a pressure plate in the chair, but I'm missing something. Klick! Ich setz mich da hin, es macht Klick! Oh, das ist ja richtig alles leer gelootet, ey. Ja, Papo? Klar. Ja. Krieg ich mal deinen Arsch? Du willst meinen Arsch? Ja. Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja, irgendwie kann ich das hier nicht, da muss er aufpassen, ich kann das nicht. Nee. Ich hab eine Idee. Lizelle, komm mal her. Geh mal da zur Seite. Hat das funktioniert? Nee. Egal, wir passen einfach auf. Kriege ich deinen Arsch oder den von Lizelle? Warum brauchst du meinen Arsch? Wirst du gleich sehen. Hier ist mein Arsch. Nee, hier drüben. Ich bin Astarion. Mal hier hinsetzen, bitte. Wenn du jetzt mitkommen willst, musst du... Ah, okay. Ich muss entgruppieren, ne? Entgruppieren. Und ich glaube... Warte, lass mich mal kurz erkennen, ob wir Fallen sind. Ja. Oh, vorsichtig, genau. Warte, ich entschärf kurz. Mach mal. Moment. Ey, wie oft bin ich in solche Sachen... Oh, eins. Oh. Warte, vielleicht darf ich nochmal. Ich geh mal zur Seite. Oh, aua. Ich mach das, verdammt. Du sitzt in der Säure. Ja, scheiße. Also. Das geht, glaube ich, auch nicht mehr weg, ne? Nee. Okay, das heißt, wir sollten uns beeilen, dann beeilen jetzt. Loote, was geht! Pass auf die Traps auf! Ich werd loote, versuchen. Was möglich ist! Ich sehe nix! Okay, ich nehme jetzt einfach alles mit. Yo. Helm. Verdammt nochmal, was soll das hier? Ja, nimm. Ja, nimm. Verdammt. Okay. Nimm. Barbo. Vergoldete Truhe, da ist nichts drin. Yo. Okay, gut. Irgendwie macht mir das alles? Gar nichts. Ne, ich hab noch hier noch eine Menge. Ja, auch noch, glaube ich, eine gute Waffe für Lizelle. Tisch, Vase, easy, okay. Haben wir hier alles? Alles von der Mitte? Ich glaube schon. Ja. Oh, okay. Die Kiste hast du geöffnet, ne? Die da hinten. Ja. Ist hier noch eine, die interessant ist? Ne, okay, gut. Dann lass uns mal schnell rausgehen hier. Ist das Blut? So. Okay. Ich habe auch gleich eine Waffe für Lizelle, die können wir gleich nochmal oben ein bisschen ausrüsten. Ja, ich muss sowieso mal die ganze... Ja, du bist schon ganz schön voll, ne? Du kannst gar nicht mehr rennen, du kleiner Geier. Das sieht man definitiv, wer am meisten zugegriffen hat von uns beiden. Naja, ich trage aber auch halt einen Leichnam mit mir rum, ne? Ja. Hast ja recht. Okay. So. Das heißt, okay, dann schauen wir mal in unseren wunderbaren Loot rein. Was habe ich hier für Sanderletten? Keep a blade close. So, ich gucke jetzt auch nochmal kurz, ob man irgendwas verbessern kann. Ich verkaufe einfach, hier ist doch eine mit dem Laden. Ich verkaufe jetzt auch mal ganz viel Kram. Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben das aus eurem Keller geklaut und jetzt wird dann euch genau, verkaufen. Und jetzt verkaufen. So wie das ehrliche Mensch. So machen das ehrliche Menschen eben. So. Richtig assi einfach nur. Guck mal, ihr habt voll die gute Kriegswaffe. Zweihandaxt für Lizelle. Still breathing, despite everything. Mal, wie war das Still mit? Breathing, despite everything. Was habe ich denn hier? Zertrümmerer. Okay, was das ist, aber das gucken wir uns gleich an. Gepolsterte Rüstung, die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die muss ich gleich wieder anziehen. Warum sagt er nichts, wenn ich das Geld nehme? Don't mind if I do. Okay. Ich habe hier noch einen Helm mit mittlerer Rüstung. Ich glaube, den gebe ich Lizelle auch noch. Brauche ich nicht mehr.
So, ich habe hier Silberbarren. Silberbarren. Die brauchen wir für nichts anderes außer verkaufen, oder? Ja. Ja, obwohl, okay. Nee, behalt die mal. Also gegen später, korrigiert mich, kann man die schon gut verwenden für Waffencraften und so Stuff. Okay, soll ich dann auch Bronzebarren bringen behalten? Die, ja, sonst bringen die vielleicht einfach mal ins Lager, die Silberbarren. Okay. Ja. Kann ich das jetzt auch hier, während ich da bin, machen? Ja, ne? Ans Lager senden, okay. Ans Lager senden. Den Käse können wir auch ans Lager senden. Das ganze Essen, was ich hier gefunden habe, das kann ich ja auch schon mal ans Lager senden. Hm. So, heiliges Wasser behalte ich. Eine Kanne kann weg. Was ist das hier? Purpur-Fluoridsplitter. Hinweg, hinfort. Hinweg. Ein Achat, den verkaufen wir auch. Hirschschatz-Tonikum. You've seen much of the book, but it's... Gebraut hat er schon nicht. Okay. Bonusaktion, einmalige Verwendung. Weg. 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 Schwarzstab. Wie kann ich jetzt die Bücher hier reinschieben? Gar nicht. Genau, zu Punkt Privat habe ich bis zu Akt 3, aber noch nicht zu Ende. Da bin ich jetzt gerade in der Stadt. Ich will aber Papo nicht spoilern, deswegen will ich nicht zu viel erzählen. Hast du einen Kampfstab mit deinem Ich glaube, du kannst gar nicht die Sachen ausrüsten, die ich habe. Also du kannst nehmen, was du willst. Nein, weil ich habe einen jetzt dabei, der macht 0 bis 7 Schaden. Ich weiß nicht, ob du den haben willst. Ich glaube, dass ich den eh sehe. Wie heißt denn der? Kampfstab. Hm, sehe ich gar nicht. Warte mal. Okay, ich behalte ihn mal ganz kurz. Warte, ich mache kurz den Handel hier zu Ende. Wie mache ich das jetzt? Was muss ich drücken? Ach, mit Y. So. Okay. Na, sehe ich dann doch nicht die Sachen, die du hast. Doch, eigentlich schon. Warte, ich guck mal kurz, was hast denn du ausgerüstet? Kann ich das bei dir sehen? Ich habe Schwert aus Schmiedstahl. Das hat aber Astarion. Nee, ich habe Dolch. Du hast einen Dolch. Aber den Kampfstab sehe ich gar nicht. Aber ich glaube, du kannst, wie gesagt, also das ist ja komisch, dann sehe ich doch nicht die Sachen, die du auch hast. Doch, du musst es eigentlich sehen. Das ist bei mir unten links, vorletzte Reihe. Hm. Warte. Unten links, vorletzte Reihe. Nö. Okay, naja, ist auch. Ich glaube aber, auch, du hast sowieso was Besseres ausgerüstet, deswegen. Nur, sie uns, ich glaube, da müssen wir uns doch immer fragen, ob der eine das hat oder nicht. Nicht, dass er dann Struggle gibt. Das verkaufe ich jetzt auch noch. Was kann ich denn noch verkaufen? Den packe ich auf Lizelle. Ich habe einfaches Gift. Ich habe Elixier der Giftresistenz. Gegengift habe ich. Heiltränke habe ich. Schlichtes Gift, Trank des Gedankenlesens, okay. Denk dran, Schriftrollen finden wir echt genug. Ich würde jetzt erstmal einfach nur verkaufen. Und dann lass uns mal weiterziehen. Ich will noch den Weg nach unten düsen. Okay. Nochmal so. Okay. Folgen Sie mir über die Brücke unauffällig. Das ist aber irgendwie scheiße, dass ich mir eine Harfe spielen muss. Die sollten mir eine verzauerte Flöte geben. Kommt noch. Also kommt kannst, noch, okay. Ich glaube, du kannst eher klar. Du kriegst da bestimmt noch viel, viel besseres Zeug, deswegen. Ja, ich denke auch. Nur jetzt ist es vielleicht ganz gut, wenn wir die besseren Sachen ausrüsten. Hm. So. Mal darüber. Stiegenstraße. Komm ich da rüber? Also was ist gerade unser Plan? Wo gehen wir gerade hin? Ich will gerade noch da unten das alles freischalten, weil oft ist so, dass die Sachen, die du nicht siehst, komm nochmal zurück, dass man die alle einfach freischaltet, weil da oft noch Sachen passieren, damit die Karte einfach komplett und alle Wegpunkte halt frei sind. Wie hier zum Beispiel. Drüben, ne? Ja, komm mal zu mir. Sowas zum Beispiel verpasst du halt sonst. Ich bin gerade ganz weit weg von dir. Ja, ich warte auf dich. Deswegen gucke ich halt immer, dass die ganze Karte komplett ausgeschwärzt ist. Ist die komplett... Was war das? Rezept freigeschaltet. Ich habe es auf... Meergras habe ich auf. Meergras.
Ist das nicht weniger Gras, sondern mehr Gras? Ist mehr Gras. Okay. So. Da darfst du mal mitreden. Okay. Ich höre zu. Die Axt hole ich mir. Oh, ich glaube, die hat bestimmt was Ähnliches wie Gale. Ja. Alles in Ordnung, versuche die Flammen zu ersticken. Nee, sie ist gefährlich aus, sie vorsichtig beobachten. Auf einen Kampf vorbereiten? Nee. Ich frage sie mal, alles in Ordnung. Ja. Me! Never been better. Okay. Hallo, Mami. Ja, aber wirklich, du sie anschaust. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called Paladins of Tyr did. Ach, die war auch auf unserem Schiff. Ich frage mich. Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these Paladins have... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. Mm-hmm. This woman was on the front line. Die laufen in unseren Köpfen, sie verbindet uns. Ihr sollt mir mal erklären, was ihr gerade gesehen habe. Hm. Also seid ihr eine Teufelin, ein Soldatin der Blutkriege. Was wolltet ihr sagen, bevor wir unterbrochen wurden? Hm. Okay. The Blood War. But brother, believe me when I tell you, the fighting wasn't even the worst part. From that peak I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? No joy getting it sorted as of yet, I see. Da fragt jemand, ist das überhaupt live oder ein Video? Das ist natürlich ein Video. Ich bin Papo. Ich bin Papo. Ich bin Papo. Soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Ah, okay. Ey, das finde ich gut. A little background, if your moral compass needs something to point at. Ooh. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Und du darfst die Eisenbarren nachher verkaufen. Zariel, the Archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as Paladins of Tyr. Mhm. Wanna help me take them down? Klar. Oder? Ja. Ich habe genug mit. Ich brauche nicht auch noch eure. Warum soll ich eure Drecksarbeit erledigen? Also wollt ihr, dass ich eure Jäger töte? Dann schicken wir sie zurück in die Höllenloch. Aber die Paladine von Tyr, wer ist denn Tyr jetzt genau? Dann fragen wir mal. Don't worry, I'll lead the charge. I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Oh, kann ich sie bitten in den Schlager? A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. Da mal los, warum soll ich eure Rechte nicht wirklich? Ihr seid auf euch eingeschüttet. Ja, los, fuck Mami. Yes. They cornered me outside the toll house, just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on, though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Also, du willst, können jetzt kurz ins Lager und dann kannst du sie gegen Lazelle austauschen, aber... Nee, wir bleiben erstmal mit Lazelle. Wir können ja schon mal folgen, oder? Ihr folgen? Ja. Können wir machen. Die will jetzt Party, ne? Warte mal, lass nochmal hier.
Let's go hurt someone. Oh oh. Bist du bereit, Papo? Rein mit dir! Ich glaube, du musst jetzt einfach... Warte mal, guck, was steht denn auf der Karte dort? Da steht, stelle die Paladine. Wir müssen die jetzt einfach umbringen. Sollen wir von hinten Hinterhalt machen? Du flötest. Aber sollen die jetzt alle, die hier sind, töten? Ja. Watch your back. Hm? Das können wir doch nicht machen. Naja, was haben wir doch gerade zugesagt, Papuli? Ja, aber... Das muss sie ja nicht wissen. Ja, Papuli, das wird die aber wissen, dass sie noch leben. Du kannst ja also mal mit denen reden und gucken, ob du sie verpetzen kannst, aber... Ich rede mal mit dem hier. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? Ich weiß, wer ihr wirklich seid. Hat sie recht, ihr seid, was sie sagt? Ganz genau. Ich frage sie erstmal, dass sie... I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr. Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling, Karlak. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. Oh. We were lucky to survive our encounter with her. Ich glaube euch, was dann? Hm. Then you'd be very stupid indeed. Poor Karlak, allied with the first sap she met, who will be so quickly destroyed. Oh, ich glaube, jetzt will er kämpfen, oder? Zariel will find this all terribly funny. Oh, okay. Aber wir sollten sie eigentlich mitnehmen, wir machen das jetzt ohne sie. Wenn wir es überleben. Recht. Wenn wir es überleben. Ja, überleben tun wir es auf jeden Fall, aber... Egal, wir wussten ja nicht, dass es jetzt... Das hier direkt so, eskaliert. Ja. So, du Sack. Guck mal, ich mach jetzt mal Folgendes. Ich gehe mit der hier mal einen Schritt vor. Und dann nutzen wir auch mal ein paar Items, die wir so gemacht haben, ja? Ja! Dann wird hier nämlich jetzt mal ein schöner Pfeil hingeschossen. Kann ich nicht durch die Tür schießen? Ich glaube, du musst dich erst ein bisschen vorbewegen, aber nicht zu weit. Okay, warte, dann muss ich nochmal B drücken. Aber nur ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob du es da noch anwenden kannst. Ja, soll noch gehen. Ja, warum will sie denn bis zur Tür gehen? Das ergibt keinen Sinn. Sie soll von hier schießen. Also wenn du auf die Gegnerin drauf drückst und es funktioniert, dann drück einfach. Dann läuft sie halt ein paar Schritte vor. Ich gebe eine Bewegungsrate. Ja, aber ich will doch einfach nur den Pfeil jetzt schießen und nicht zur Tür rennen. Hm, vielleicht warum muss sie halt näher sich hin. Die Tür stellen? Ja, aber es ist ein Pfeil. Der schießt doch mit dem Bogen. Ja, aber oft sind... Ich weiß es nicht. Ich geh jetzt nochmal einen Schritt vor und versuch's nochmal. Hm. Sonst schieß halt auf den hinter mir. Wenn das geht. Bei Astarion. Ja, aber nee. Okay, dann mach ich mal was anderes. Oh, aua, voll ins Gesicht. Ah, Jemini. So. Vielleicht noch ein Pfeil? Noch ein Messer. Zack. Boah, der Arme. So, dann stelle ich mich mal hier in die Tür, weil ich kann das tanken. Nice. Tanky, tanky. Warte mal, kann ich die Tür zumachen? Geil. Sperr ab, sperr ab. Es wäre geil, wenn man das Schloss zumachen könnte und die Gegner es aufmachen müssten, ne? Oh, oh mein Gott, der bringt mich um. Nein, wir töten ihn jetzt. Gut, dass also wir jetzt den hat jetzt... Er hat sich ja mit den Falschen angelegt. Ne? Es wäre aber gut, wenn die Tür offen wäre, sonst kann ich jetzt nämlich nicht die Gegner da drin töten. Nee, wir töten jetzt hier den Typ zuerst und dann nachdem uns um die Nachbarn. Oh nein. Muss nur treffen. Oh, es ist dumm. Oh Gott, ist sie unsichtbar. Oh, sie hat sich unsichtbar gemacht. Das ist ja kein Problem. Ich kann gleich fehlschlagen. Oh, die hat dich weggedodged. Okay. So, jetzt töte ich erstmal den Sack. Sehr wichtig. So, und ich mache jetzt... Ich würde mich hier jetzt gerne mal wegverpieseln, damit ich nicht sterbe. Hinter Mama. I won't give in.
Hinter Mama. So. So, warte, ich mach die mal platt. Magisches Geschoss, hat die keinen Kopf. Ich geh mal zur Seite, ja, damit Weg du auch treffen ist unterbrochen. Kannst. Das ist genau das, was ich meinte. Also, das ging nämlich gerade bei mir auch nicht. Fall by my hand. Okay. Bin ich glücklich mit. So. Die Türen sind manchmal verbuggt. Und mit ihm mache ich jetzt Folgendes. Ich habe nämlich ein Unsichtbarkeitssehen, dann sehe ich nämlich die andere. Wo ist denn das? Ein Unsichtbarkeitssehen. Ah, die ist ja eh wieder sichtbar. Die ist schon wieder sichtbar. Ist sie? Ja, ja. Das war die Kleine da vorne. Die ist schon tot. Nee, so. die ist dahinter. Ha, wenn okay. Das so ist. Naja, dann schmeiße ich dir jetzt schlichtes Gift an den Nacken. Nee. Ich inspiriere mal meine wunderbare Lizelle. Wunderbar. Und dann stelle ich mich. Dann gehe ich in die Falltür rein. Spaß. Ciao. Fehlschlag. Wegen Kampfinspiration. Oh, so, Dead Girl is lost. Gehen wir da jetzt mal hin? Ja, ich muss da jetzt, glaube ich, auch mal hinspazieren. Ich glaube, ich töte die jetzt eh mit dem nächsten Angriff. Oh, nice. Ja. Perfekt. Okay. So, dann sollten wir jetzt mal kurz rasten, oder? Dann kannst du auch mit der Teufelin sprechen. Hast du recht. Let's go to the Lager. The Lager. Und Gail will Lager. Was. Oh, Gail braucht was. Dann red du uns mit der Teufelin, ich höre zu und ich rede mit Gail. Okay. Sie ist hier. Oh, sie ist schon hier. What's the story? Was gibt's denn? Ich habe mich für euch um diese Paladine aus Tür gekümmert. You did? Wow. That was sound of you. Why'd you do it? Ich kümmere mich immer um meine Leute. Oh, ja, das war cute. Das ist süß. Wir waren Agenten eines Teufels. Ich konnte sie nicht einfach in der Gegend herumstreifen lassen. Für mach eins, Kampf das bin ist ich süß. Immer zu haben. Glad to be counted among them. Really glad. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. But I'm just happy they're off my tail. Kann man sie auch töten? Then again, facing them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Die ist bestimmt ganz schön. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I found a way to calm it down. Über den Höllen kommt ihr eine infernale Maschine als Herz. Ihr habt eine Maschine als Herz? Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Krass, man könnte sie wirklich auch töten, ne? Let's save a scar show for later. Sie jetzt? Worked up an appetite for tragedy. Ja. Kannst ja jeden Charakter töten, oder? I need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Was ist eigentlich, wenn man alle umbringt? Also wirklich alle von Anfang an. Gail, Astarion, Lezelle, alle. Nur alleine. Das schafft man nicht, oder? Boah, gute Frage. Oder wenn man es wirklich schafft, niemanden zu töten, weil man mit allen heimlich dealt. Eine Gruppe von Tieflingen hält sich in einem Druidenhain in der Nähe versteckt. Wir könnten es dort probieren. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. Stimmt, dann hast du ja die Mietlinge, ne? Stimmt. Okay. Ich rede mal mit Gail. Der ist so Gail, ey. Der ist so Gail, ey. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Ich kann gerade nicht aussehen, ein magisches Artefakt geben. Naja, dann Unsinniges. Gebe ich ihm halt das eh nicht so stark. Thank you.
Ich habe ihm halt gerade so einen Stab gegeben. Keine Ahnung, was er damit macht. Er hat ihn in sich aufgesogen. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Oh, du musst ihm noch was geben? Ich will nicht. Sag, Gail, was geht hier vor sich? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time. Like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was, too. A great deal of trouble indeed. Okay. An ally fresh from the hells themselves. Ich geb dir jetzt kein Artefakt mehr, jetzt reicht's. Nee, das reicht. Bre. So. Ich muss noch mal heute Nacht an mir saugen lassen, dann gehst du zu Lizelle. Na klar. Lass an dir saugen, ist auch kein Problem. I knew we were a strange band. But a fugitive from the hills? Now that's someone worth knowing. Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlach is a survivor. Wie sieht der denn aus? I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. Richtig verprügelt, Alter. Ach du Scheiße, okay. So, Lizelle. Nee, du bist noch nicht ready. Mach jetzt Pluspunkte. Ja, es geht. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Also Lizelle und Karlach würde ich ja auch zusammen sehen, ne? Mhm, voll. Okay, dann können wir jetzt schlafen und dann gucken, was heute Abend geht. Da gehen dann meistens die Party ab. So, gucken wir nochmal, ob die Lizelle was... Oh. Oh, wo ist er? Der ist auf dem Coverart gewesen. Ja, gut beobachtet. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the Mind Flare ship. But you just can't get enough of me, can you? Karlach, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Ich kenne euch von dem Goblin-Kampf im Hain. Echt? Ach stimmt, der war dabei, ne? Senkt eure Klinge, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Dinge der Grenzen hält der Schwertkünste richtig. Was willst du? Achso, ich rede mit denen. Nee, ich rede. Ach so, wir machen das und ich auch. Dann macht doch das. Ich würde sagen, senkt eure Klinge, oder? Ja. Oder red erstmal mit ihm, dass du ihn heim gesehen hast. The devil's head. Okay. And yours. If you so much as. A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I'm not what you think I am. I'm... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Ah, deswegen ist ihr Horn ab. The man shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. Also beide eigentlich unschuldig. No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. And yet you served. Because it didn't any better. Denkt praktisch, ihr seid infiziert wie wir. Ihr braucht Verbündete, keine Feinde. Ich habe euch nie vertraut. Karlach, ihr seid so gut wie tot. Nein, nur einer stirbt heute. Die Klinge der Grenzen. Hm, nee.
wollen den eigentlich nicht töten, oder? Nee. Wir wollen die schlichten. Das vielleicht. Ja, ich glaube auch. No! Devils cannot be trusted. Götter, seid ihr stur. Karnach ist kein Teufel und das wisst ihr. Ihr habt Karnachs Gedanken gesehen, sie ist keine Gefahr für die Schwertküste. Boah, wir vernichten sie. Ihr trinkt mein Lager und droht meine Freunde, heute sterbt ihr. Ich würde sagen zwei. Ja. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly. Alle sind einverstanden. For either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Die sieht echt arm aus gerade, gell? Oh, süß. You really are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies. No. We're looking to get rid of these parasites for good. Irgendwie, das geht alles ein bisschen zu schnell, dass die auf einmal wieder cool sind. Finde ich auch, es wirkt unauthentisch. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier. Nee, den nehmen wir nicht mit, oder? Ich hätte es halt cooler gefunden, hätte er jetzt gesagt, ich traue euch nicht, ich behalte euch im Auge. Und diese Konversation jetzt dann erst in ein paar Gesprächen später stattgefunden hätte. Ja, wie heißt es, auch. Je mehr, desto besser. Komm, wir nehmen alle auf. Wirklich? Ja, was willst du denn nicht mit aufnehmen? Naja, er wurde so einfach getrickt, also anscheinend ist sein Mind nicht so stark. Dann das vielleicht. Let my deeds to come prove my worth. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. Okay, okay, okay. Das finde ich gut. Also gut. Everyone on this team is nothing but trouble. But I'm sure we can all agree to keep it down to a simmer. Well met. Well met. A thousand sorries. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. Das ging mir viel zu schnell. Ja, stimmt. Ich muss sie persönlich ganz schön clever. Hero. Da kann niemand. Ja, bei mir auch. Der Stein hat gerade was erzählt. Da wieder. Der ist der Typ im Hintergrund. Der Stein im Hintergrund. Da steht der Typ rum. Oh, 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 die will was. Ich hör zu. Oh, ey, ja, Papo, ich seh dich mit der Rede. Ich seh mich auch. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Ihr seid recht laut. Ich bin auch froh, dass er sich uns angeschlossen hat. Schön, dass ihr zwei Frieden schließen konntet. Wenn er sich erneut gegen euch wendet, ist er tot. Ja, das findet sie gut. Das findet sie gut. He won't. Someone wrong-footed him about me, and I'm betting we'll find out who before long. I respect someone who can admit when they're wrong, and stick around after, too. Plus, did you see his eye? Bet there's a good story there. Die ist sehr positiv. Süß. Ich rede nochmal mit ihr. Mhm. Ich guck kurz, ob ich gesaugt werden kann. Das ist mir gerade ganz wichtig. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. Dann warte ich kurz auf dich. I feel safer already. Ja. What's on your mind? Ich hör zu. Okay. Das vielleicht? Ja. The year, Tenir. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Ach, die kommt daher. Our hero, Karlach. A knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus.
She put this thing in my chest and set me to work. But to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ihr habt einen Boss erwähnt, der euch da überlassen hat. Wer war das? Ich glaube, wir können eh alles fragen, weil der fragt jetzt eh alles durch. Guy named Gortash. Gortash. Politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. Überall. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Hier wird gesagt, ich glaube, dass bei Will es so schnell geht. Oh, to feel so invincible again. Genau, dass es bei Will so schnell geht, weil er insgeheim schon weiß, dass sie nicht böse sein wird. Ja. Also wegen den Larvenkräften. Ich dachte nicht, dass ich mal hier ende und ihr, das ist nach eure Experiment. Ich überlasse es dir, was du hier antwortest. Mhm. Die ist echt sympathisch. Ich glaube, ich gebe mal. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Okay. Also bei ihr ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer, ja. Ihr habt ganz recht. Ich mag es nicht, wenn man mir auf die Pelle rückt. Nee, ihr müsst euch eingesperrt fühlen. Ja, wir sind eifrig. I try not to think about it. I still think about it constantly, but you know, I try. Klassischer Overthinker. One of these days I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Oh, okay, kann ich noch was mit dir? Kann ich sie jetzt nochmal was fragen? Achso. Ja, kann ich nochmal. Soldier. Also wegen unserer Larvenkräfte. Nee. Was ist nach eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Das wusste ich gar nicht, aber Karlach, wie kann man Karlach zuerst finden? Ach so, schon eher meinst du. So, ich dachte nicht. Wenn man ein bisschen mehr rumrennt, glaube ich, ne? Ja. Okay. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Ich würde zu Hause ohne die kleinste Sorge. Oh ja, das wäre Papo. In irgendeinem Abenteuer stecken, völlig unbelarvt. Ist viel geschehen, ich kann mich kaum mehr an das Leben vor der Entführung erinnern. Ja. Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light oblivion. Well, we may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? Ja, finde ich gut. Okay. Soll ich mit dem Will dann labern? Claire, ne Klärchen. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Was soll das denn heißen? Sag es offen, Will. Was sagt eigentlich zu meinem Outfit? Gefährlich. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Buße? Muss ich mir Gedanken machen? You're not in any danger. I promise. I can't say the same about me. Oh, okay. Dangerous. Aber mal halsen, ist es auch bei uns im Lager immer. Ja. Der Hot Boy, der wollte mich doch auch. Oakfather's blessings to you. Woher wisst ihr eigentlich so viel über die Larve? Wie wird es im Hain ohne euch sein, dieser Schatten und diese geheime Festung? Warum wollt ihr... Ich hoffe, ihr wart auf der Feier mit den Tieflingen nicht so... Ich war...
Ich habe, oh ja, das, ich will jetzt mal darauf ansprechen, weil er das nicht so wollte. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. Oh mein Gott, ich habe gesehen, was du mit mir machst. Ja. Schön, dass ich keinen schlechten Eindruck hinterlassen habe. A bad impression. Impossible. Ich bereite schon mal vor. So, wo oh, wisst ihr eigentlich so viel über die Larve? Close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Er hat ja keine drinnen, ne? Hat Halsin eine? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich glaub nicht. Okay, das reicht, mehr interessiert mich nicht. Okay. Ich will nur den Bären. Okay, sonst gibt's glaube ich nichts. Wir können schlafen. Ja, zu Bett gehen. Na gut. Wir machen eine lange Rast. Ich mach mal ein paar Kartoffeln rein. Ja, ich liebe Kartoffeln. Und ich auch, Ananas, ich habe vorhin welche auch gegessen. Eine Ananas? Boah, ja, Ananas ist schon geil, ne? I have an apple. Apple-Fan. Kommt mich heute Nacht bitte wieder jemand besuchen? Oder Erfahrung liegt wieder neben Bett. Ja, wollte gerade sagen. Gucken, ob der wieder gesaugt hat. Ich sag's dir gleich, ob ich blutleer bin. Ja, Mann, der saugt jeden Tag an mir. Das reicht jetzt. Der fragt ja nicht mal mehr. Du bist so leer gesaugt das worden. Das ist ganz schön unverschämt. Okay, wir können gehen. Also, das ist schon unverschämt. Das sind unsere Kisten. Bist du tot? Ah, nee, das sind die alle. Sind die bei dir auch gerade alle gestorben wieder? Ich habe den Schrei gehört, ja. Geil. So, warte mal. Ich habe jetzt schon wieder einen neuen Loot hier bekommen. So, das schiebe ich mal zu Lezelle rüber. So, Lezelle kriegt jetzt mal den, wird jetzt mal den Hut ausziehen. Zeit für einen Helm. Boah, sieht der scheiße aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Vaukin zu Ruth. Oben und danach gehen wir runter in die Sümpfe. Okay. If you like. If you like Pina Colada? If you like Pina Colada. And getting caught in the rain. So, ich muss das ja... Hello, so. Beautiful. Kann ich die Farben Wenn ihr wollt, finden? Könnt ihr heute Nacht wieder in mir saugen. I was Nicht so schon hoping wieder. Until later then. Ach du Scheiße, ey. Okay, so. Ich komme mal raus. Ja. Bin so, bei wir müssen noch jetzt zu diesem Tempel von Celine, oder wie das heißt. Das dauert noch. Ich würde erst noch ein bisschen die Gegend hier erkunden. Sonst rushen wir übel. Kannst du mir hochkommen? Oh, ich liebe die Musik so. Ich finde, die Musik hat ein bisschen was von Star Wars gerade. Die wird gleich noch richtig süß. Kommst du? Ich bin, ja, ich bin klein. Ich bin nee, du kannst doch dich einfach her teleportieren. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo du hinläufst. Ich, da oben, zu Vaukins Roof, oben links. Yes. Ach, etwas brennt. Es ist mein After. After Eight. Drowplünderer, Alchemie. Ich rede mit der. Okay. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. A massacre. Drow and goblin slaughtered the lot. Please, just leave me be. Das können sie auch töten? Nein. Ich würde sie jetzt töten. Hier schreit jemand. Jemand braucht Hilfe. Hey, ihr Bres, ihr macht ja richtig viel. Hier gibt es ganz viel zu plündern schon wieder. Ich bin gerade im Gespräch. Wir brauchen Stärke. Ach nee, schon wieder. Mach du das mal mit Lezelle. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Stärke, deswegen rüste mal Lezelle aus und guck mal, ob du das hinkriegst, die letzte, wenn du hier an die Tür gehst, mit denen redest. Ich kann drücken. Nee, du musst mit denen reden, ja, genau. So, Stärke. Das da.
Bonus easy. Hinzufügen. Was wäre das denn? Inspiration, ja, das kann ich machen. Let's go! Das sollte. Yes! Let's go! Geil. Lassell. Geil. Lassell ist die Starke. Da freut sie sich. We don't have much time. Was passiert hier aber gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jemanden retten, der hier irgendwie umgekommen ist. Such du mal unten, ich such oben. Ich habe keine Ahnung wo. Ja, die rennen gerade alle hoch. In hier. Oh, klingt nach oben. Ah, hier ist jemand. Was passiert hier? Tagebuch. Unbasierter Mord. Ich bin bei jemand. Du kannst mir zuhören vielleicht. Ja, mach ich. Der lag oben. Stärke. Warte, komm du mal hoch. Ich geh mal weg. Und dann kannst du zu mir kommen. Ich bin oben. Ja, ich bin auch oben, aber wo bist du? Du bist in dem Raum. Na, da muss ich, war mal rundenbasiert? Genau, du kannst einfach, warte, ich mach das mal kurz rundenbasiert. Ja, es macht mehr Sinn, weil Regen ist, deswegen ich mach mal kurz Skip. Skip, dann kannst du zu mir laufen, weil wir kriegen jetzt in jeder Runde Schaden. Wenn du da einfach normal rumläufst, stirbst du ganz schnell. Das heißt, lauf mal zu Lassell schnell zu mir. Oder du, genau. Jetzt kriegen wir halt Schaden. Und dann läufst du zu mir. Ich glaube, Astarion kann das auch nicht schaffen. Warum bin ich jetzt nochmal mit dem dran? Ich möchte gern. Probier's mal, vielleicht schafft er's ja. Ich probier's mal, vielleicht schafft's ja er. Scheiße. Nee. Stark. Ich probier's nochmal. Ja, nice. We did it! Komm, der hat so einen krassen Körper, das muss doch klappen. Genau, sein zeitliches Event würdet ihr schlafen gehen, nachdem ihr das aufgedeckt habt, hättet ihr es verpasst. Ah. Thank you. Ah, okay. Now, how the hell do we get out of here? Spring aus dem Fenster. Die Tür da drüben. Ihr seid euch auf alleine gekommen. Folgt mir, oder? Ja, folgt mir. Right. I'll try to keep up. Kann man nicht das hier wegmachen? Dann kommen wir doch hier raus. Ich probier's mal. Okay. So, du machst gerade eine Tür kaputt ich oder so? Ich probier's, ja. Na gut. Vielleicht kannst du uns noch helfen. Warum liegt der Typ denn noch? Ich hab keine Ahnung, er hat sich wieder drunter gelegt. Er hat sich wieder gelegt, er kann nicht mehr. Er hat sich einfach wieder unter den Balken gelegt. Leute, komm mit. Der dachte sich, komm, scheiß drauf. Solange die Arbeit, lege ich mich nochmal hin. Oh, geil. Probier du mal, ob du die Tür aufkriegst. Oder wo bist ich du gerade? Ich bin nicht im Raum. Achso, okay. Ich bin dann, wieder zurückgerannt, dann, weil... Okay, dann lauf mal zurück, dann mache ich das. Zum Charakter am Zug springen. So. Bam. Ich weiß halt nicht, wer gerade am Zug ist. Ich sehe halt nichts. Das Feuer. Achso, das war das Feuer am Zug. So, jetzt. Das ist ja ein Wasserfass. Ach, wie blöd. Jetzt steht da auch wieder der Dude. Reden. Hier lang, Bre. Ah, den kann ich jetzt auch bewegen. Witzig. Okay. Oh, jetzt ist er... Ah, er hat's geschafft. Gut. Okay. Ja, ihr seid ganz woanders jetzt. Okay. Ich versuche da mal irgendwie zu dir zu kommen, I guess. Ja, kannst hochkommen. Dann müsste ich jetzt ja wieder durch den Raum durch. Sonst kannst du mir auch einfach zuhören, wenn du willst. Ja, genau. Jetzt dann hier durch. Zu mir. Geradeaus. Durch hier. Warte, jetzt komm mal zu dir. Ich bin unten. Ich gehe wieder raus. Aus dem, ja, aus dem dann Gebäude. Hör mir mal zu, weil ich mache hier gerade auch Schaden. Kannst mir zuhören. No. Gods, no, no, no. You should have stayed. Oh cool, wir können uns auch an Wasserhähnen nass machen und sind für zwei Runden vor Feuer geschützt. Hey, das Game ist so genial. Denk dran, die Dame aus dem anderen Haus zu retten. Was? Das dachte ich mir auch.
weil ich habe eine Dame schreien und nicht ihn. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. Was war das für ein Mitgift? It's for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. She said I'd never see her again. She was right. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Please. Komm in jetzt. Just go. Ja. Ja. So wieder so ein Papo-Move. Warte, ich komm mal runter, retten wir mal die Frau. Oh. Oh. Was los? Oh, oh, oh. Komm, hier hat's ein Wasserfass. Vielleicht sollten wir das mal kaputt machen. Dann sind wir nass. Okay. So, who's where's the girl? Sonst heißt es nämlich gleich, this girl is on fire! Wo ist denn das Girl? Wo hast du sie schreien hören? Oben wahrscheinlich, ne? Oh, hier ist noch... Ah, ne, warte mal. Ach so! Hä? Ach so, das war das Haus. Oder ist das die, die... haben wir die jetzt quasi verloren? War das die, die wir hätten retten müssen? Nee, ich glaube, hier ist doch noch was. Guck mal, da kann ich doch rüber jumpen. Da, hier. Oben. Oben. Ja, da wollte ich nämlich ursprünglich lang. So, da ist sie doch. Come. I'm afraid proper thanks must wait. Ich hol jetzt erstmal den Scheiß aus deiner Wohnung raus. Ja, Mann, voll gut, alles looten. Richtig asoziale. Alles looten, vor, du bist gerettet und die rennen in dein Zimmer und looten erstmal alles, aber ihr habt tatsächlich gar nichts. Okay. Ihr könnt mit der Leiche reden fürs Antworten. Oh, stimmt. Oh, wir müssen oben noch mit der Leiche reden. Das können wir nicht gleich mal machen. Ich gehe da jetzt rein. Ist mir egal, wenn hier alles verbrennt. Ich bin stark. Ich gehe außen rum. Papa, du chillst hier noch irgendwie rum. Du bist doch gleich am Ziel gewesen. So, wie kann ich denn hier mit Leichen reden? Hier, mit Toten sprechen. Magst du mit Toten sprechen? Hä, hey, warte mal, jetzt redet... Warum redet ihr jetzt damit? Ich bin im Gespräch. Ich habe keine Ahnung wie, aber... Ich höre dir zu. Counselor, are you alright? Takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, Githyanki, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The Council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Was sind sie den Herzog hingebracht haben? Ja. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Ich weiß, nach Westen wäre der Herzog Ravengard finden. Ich kann noch nicht mehr für euch tun. Ja, thank wir machen you. Das mal. Ja. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join also die Knusimpen gerade hier für die. Fist to work. Okay. Dann. Belohnung. Kannst du mal kurz mir zuhören? Nee, kann ich gerade nicht. Ich muss gerade eine Belohnung auswählen. Wir haben erfahren, dass der Großherzog von Drow gefangen genommen nach West verschleppt wurde. Belohnung auswählen. Kann ich dazu auch Informationen sehen? Ach, da. Elektrisches Blut, wenn der Träger Schaden mit dieser Waffe bewirkt, erhält er 2 Blitzladungen. Okay, was mit dem? Wenn er, okay, das macht auch Blitzladungen. Hm. Zauber.
Funkler. Ich glaube, dann nehme ich mal... Ich tue jetzt mal die hier. Das hier. You're a medium? Okay. You're gonna speak to him. Could you ask us? Kannst du mir zuhören? Ja, es ist aber gerade noch die Animation. Wenn man später zuhören drückt, dann ist alles halt zeitversetzt. Ah, okay. Hier sagt jemand, der Blitzstab ist für einen Sturmzauberer. Okay, vielleicht, was soll ich sie fragen? The Dory. She'd know where it is. Also eine Frage stellen. Dory. For sister. In barn. The barn? She must mean one of the empty buildings behind the inn. Okay. I trust you to get it for me. I can't leave her. The corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? Was habt ihr im Gasthaus gemacht? Wie seid ihr gestorben? Finding husband Benrin inside. Hat er sie getötet? Door locked, trapped. Ach, der hat das Feuer gelegt. Oh. Wo ist Benrin? Inside room, top floor. Ist er das nicht? What? Ist er das? Ich glaube schon, das ne? Das habt ihr im Gasthaus gemacht. From Eltergard. Traveling. Sister's wedding. Die Arme. Mirilith. Farmer. Die Arme. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ist er das gewesen? Warte mal, wie heißt er denn? Ich frage ihn nochmal. Ja, das ist er. Miri. Aber gut, er hat ja gesagt, dass er sich mit ihr gestritten hat. No, no, no. You should have stayed. You should have been with Nein, me. Sie wollte ihn retten. Ah, okay. Wie wurdet ihr zwei getrennt? I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody Okay, das hatte ich auch schon, ja. Okay. Gut, dann gehen wir mal zur Scheune. Okay. Gucken wir mal, was da drinnen ist. Da, 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 das Mitgift. Aber erstmal loot ich hier alles. Ja, loot, 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 loot. Ich glaube, der Scheune will jetzt auch nicht mehr. Oh, da ist noch eine. Oh, Kacke, mit der hätten wir auch noch reden können, weil die leuchtet ja, ne? Plündern. Haben wir noch sowas mit Toten reden? Nee, ne? Das kann auch keiner von uns. Ah, doch, hier, ich kann's doch. Cool, da musst du gleich nochmal kommen. Wir haben ja noch jemanden, der mit uns reden will. Ich habe noch ein Seifenstück, was ich mitnehmen würde für dich. Aha. Das hatten wir als Tipp mit der grün leuchtenden Leiche. Wenn du ready bist, sag Bescheid. Ja, ich komme gerade von dir rüber. Kannst mir zuhören? Ja. The corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? Was ist im Gasthaus passiert? Drow. Goblins. Had one in my sights. Then darkness. Wisst ihr von Überlebenden? Dead or dying. Okay. Wer seid ihr? Achso. Ja, Großherzog. The corpse remains silent. Sie weiß es nicht. She doesn't know. Okay. Gauntlet. Marilla. Flaming fist. Okay. Baldur's Gate. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Schon gruselig irgendwie. No more questions. Hast du schon gelootet? Jetzt, ja. Guck mal, jetzt ein Fass. Können wir das bewegen oder zerstören? Ich glaube, da kann man rein. Das habe ich auch noch nie gemacht. Geh mal lieber einen Schritt zurück, oder? Wenn da Wein drin ist, dann könnte es explodieren oder so. Guter Punkt. Wir brauchen Lezelle. Achso, brauchen wir? Okay, dann lass mich mal gegenhämmern. Yeah, girl. Wie du den reinlootest, Alter. Du Geier.
so ein Geier, Mann. Ich glaube, du kannst was graben, oder? Was kann ich? Du kannst gleich was. Du hast was entdeckt. Ich habe was entdeckt? Ja, dieses Geräusch gerade war dieses, dass irgendwas gesehen worden ist. Wahrnehmung. Ah, hier ein Loch. Ah, dann gehe ich da mal rein mit meinem Gnom. Passt der da rein? Er hat bestimmt das Mitgift drin, oder? Also muss man da quasi. Das ist bestimmt für. Nee, was kann man denn. I'm way too big. Muss man da irgendwie reinschlagen oder so? Ich glaube, dass du das mit den Droiden machen kannst, wenn du eine Ratte bist. Ja, okay. Das ist aber irgendwie schade, ne, dass man das dann nicht erforschen kann. Schade. Oh, voll viel Essen. Cool. Das musst du alles mitnehmen für unsere Rast. Gut, dann holen wir mal das Mitgift. Au. Au. It burns. Folgen Sie mir, Papa Delle. Ist das hier nicht... Ach, das war hier gar nicht die Scheune, oder wie? Nö. Okay. Ich finde es unmöglich, dass man hier einfach diese armen Kühe absticht. Hier ist noch eine grün leuchtende Leiche, ne? Oh shit, echt? Kann ich gleich mal... Wo war die? Hier vorm Haus. Da stehe. Ich glaube, ich kann mit der nicht mehr reden. Nee. Schade, es sind viele grün leuchtende, ne? Wo habe ich denn mit... Ich habe, glaube ich, auch so eine Rolle dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch richtig wichtig ist. Ich mach das mal. Okay. The corpse regards you lifelessly. So, Was wollt ihr vom Großherzog? Weil du kannst immer nur ein paar Fragen stellen. Ja, 5 Stück, glaube ich, ne? Ja. Absolut. Wants him. Mhm, die absolute Absoluten wollen ihn, okay. Wie seid ihr gestorben? Nee, das ist mir eigentlich egal. Habt ihr versucht, den Herzog zu entführen? Prisoners too. Mondaufgang, okay. Okay, okay. I see. Fire. Dann vielleicht noch, was war eure Mission? Erfolgreich vielleicht? The corpse remains silent. Ah, okay. Er weiß nicht. Okay. Gut, was haben wir noch? Wer seid, ist mir egal. Was habt ihr im Gasthaus gemacht? Raiding. Burning. Killing. Okay. Klingt eigentlich nach einem spannenden Sonntag. Habt ihr Überlebende hinterlassen? Nein, frag einfach, wer seid ihr? Hunter. The spell's power wanes. Okay. Reicht. Reicht. Ich find's eigentlich mein neues Outfit. Das ist geil, oder? Ich will, zeig mal. Komm mal her. Ich will nicht durchs Feuer rennen. Du musst aber. Muss ich nicht. Ich spring einfach. Wie immer wieder alles kaputt geht. Kann man mit der Kuh auch reden? Ich sag da mö, 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 mö. Oh, ich glaube, hier ist die Scheune, oder? Yes. Hier ist so eine Kiste drin. Kannst du mit Tieren sprechen? Ja, ich habe auch eine Schriftrolle für mit Tieren sprechen. Soll ich mit der Kuh reden? Shit, bei mir ist gleich gerade ein Bug. Oh nein. Warum, was los? Überspringen. Danke. Die so Kuh gerne. Hat übrigens nichts mehr Tolles zu uns gesagt. This is the spot Rugen marked. Ah, okay. Doesn't look like much. Dann gehe ich mal wieder auf meine wundervolle Dings hier und zerstöre die ganzen Sachen, ne? Ja, ich komme mal kurz weg hier. Hilfe. Nee, so. Ich schlag da jetzt doch ein. Der rennt da oben drüber rum. Nice. die Hose habe ich von Electrical Callboys bekommen. Das muss ich noch posten. Oh, ich bin in einer Cutscene. Oh, das ist der, oder? Ja. Halt, hört mir zu. Kleine Schlange, großer Schatten. Oh ja, das müssen wir sagen.
Helm dwarfs! I thought you were Flaming Fist. Well, down you go then. They'll be on us soon. So if you're looking to trade, you'd best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Oh. Okay, ich wechsle mal wieder auf meinen Waden. Ich glaube, hier oben dürfen wir nichts stehlen, oder? Ich glaube nicht. Aber wir haben doch das Mitgift jetzt noch nicht gefunden, oder? Ich glaube, das finden wir da unten jetzt, wo er will, dass wir hingehen. Okay, dann gehen wir mal da rein. The Mitgift-Call. Vorsicht, da sind, glaube ich, Fallen. Oder auch nicht. Ups, habe ich voll das große Ding mitgenommen. So, was gibt's hier? Erstmal in die Holzkiste reinspähen. Nichts drin, schade. Feidenkorb? Zucchini. Nee. What's my ding here? Nein, du brauchst immer so lange, um runterzugehen. Oh, furchtbar. Oh nein! Oh, ich hasse es. Okay, ich guck mal hier in diesen. In dieses Ding rein. Das ist auch nichts drin. Mann, jetzt sind die das mit. Ich kann mir nie abschätzen, wo die nur reinglotzen, was die mitnehmen. Das nimmt die jetzt auch mit. Ich glaube, ich raste aus. Ich kann hier was lesen. Ach, kaputte Laute, ab ins Lager. Und das auch. Okay. Ab in das Lager. Ab in den Urlaub. Also ich habe nichts gefunden, du? Verfaulte Hühnereier. Super. Zuppenduppen. Super, aber sollte hier nicht irgendwas sein, außer das Buch hier zum Beispiel? Mir jetzt auch oh, ich habe einen Schlüssel für irgendwas. Oh, einen Geheimgang gefunden. Hier. Geil. Komme. Geheime Treppe. Aha. Ich stell das mal hier. Oh, ein Punkt. Ich gehe da mal runter. Mach mal den Punkt für dich frei hier. Oh. Haben wir. Automatisch speichern erfolgreich. Na, du guckst ja mal durch. Ich gucke auf der anderen Seite. Würschle. Boah, hat hier viel Stuff drin. Erstmal die ganze Essen geklaut von denen. Sympathisch. Wir klauen sowieso immer alles. That's far enough. Oh Moment, ich bin in Gespräch. Oh, du bist im Gespräch? Mit wem? Die haben mich angeschnauzt. Ich habe gar nichts gemacht. Hold on. That's the last who saved us from the Knolls. Let her in. Oh Gott, zum Glück haben wir den gerettet. That tongue gets any looser, Rugen. I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Boah, zum Glück haben wir die gerettet, ne? Ansonsten. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Warte, jetzt irgendwo Fallen, glaube ich. Oh ja. Oh Gott, ich stehe auf einer. Vorsicht, nein, geh nicht rein, Girl. So. Ich kann die entschärfen. Oh, du hast den entschärft, okay. Noch bestimmt noch mehr, oder? Ja, ich entschärfe. So ist übrigens auch meine Türmatte vor der Haustür. Noch eine. Dass die uns auch nicht waren, die Schweine. Ja, ne? Aber echt. Das war die Prüfung. What's that smell? Und Schalter. Das macht die Tür zu, oder? What was that? Ja. You got coin? Yeah. All right. So, it's kind of trading with them, huh? But who are you? Ich höre zu. Don't pretend you know what that means. What kind of drawing you want? Wem? Birds. Like any. Ach so, nee, ich dachte, du redest mit einem. Nee, ich mit keinem. With colors and stuff. Okay. Ich weiß, das waren jetzt die aus der Höhle, ne? Die ja, wir ja, genau. Haben. Aber wer war das nochmal? My pet artist will make you a most heroic likeness. Genau, das war die wir aus der Höhle gerettet haben, zum Glück. Weil ansonsten hätte die uns jetzt hier den Po aufgerissen. Ihr habt einen Künstler. Let's say we're his patrons, yeah? Found him wandering the wilds alone. He needs protection. And if his paintings cover our costs, so much the better, eh? Schutz klingt mir eher wie Entführung.
Are you looking to buy him? I'm open to offers, mate. Threats? Warte, was wollen wir kaufen? Not so much. Ich bin so verwirrt. Den Künstler. Welchen Künstler? Da gibt's einen Künstler, der malt. Ich würde ihn jetzt mal überzeugen. Da gibt's einen Künstler hinten, der hat doch die Bilder, die da rumstehen, gemalt. Und die haben den einfach mitgenommen, weil sie hoffen, dass der Künstler die Schulden oder die sie halt haben oder den generell Geld halt durch die Kunst einbringt. Und ich will den jetzt haben. Okay, oh, dann mal los. Gar nicht so leicht. 20 würfeln. Oh. Ja, gut. Das war ja einfach. These artists just as always have friends in high places. That's why they're valuable. But yeah. Might be we've drawn enough attention to this place. Take the money, bastard. If he means that much to you. That is crap would sell anyway. Okay. Genau, wegen Slowchat. Ist er das? Ja, Oscar Fair, was ich spreche gerade mit ihm. How much did I fetch? No, don't tell me. There's nothing so depressing as learning one's true value. Well, you should at least know what you've paid for. I am the Oscar Fevras, at your service. Hm. Gut, dann mal jetzt Astarion nackt. Ich will nur tun. I'm in your debt, as is my patron. My betrothed, I should say. Assuming Lady Janeth still wishes to marry me after our little, falling out. You recall a recent scandal. A Patriarch of Baldur's Gate, who wished to marry a commoner. Mhm. Ihr seid da mit Jonathan geflohen, Bräutigam. Okay, soll ich das machen? Weil ich weiß es ja. Ja, dann fragt es. I did not run away. A date was never set. There were complications. Before my fame, my patron, there was a another woman. When I plan to spend my aha, life. Der hat die also einfach but stehen lassen. Lady Janeth offered me a future, well, it felt only right to mention my past. Right, but unwise. Okay. I was forced to retreat into the countryside to paint and to clear my head, to choose, I suppose. Ein gar schreckliches Dilemma. Indeed. One to split the very soul. But I dare not dwell on it any longer, lest I weep. And we have your reward to consider. Once I have made my way safely back to the city. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the road some. Ich kann euch nichts geben, ein bisschen kann ich erübrigen. Euch erwartet mehr als nur Unbill, wenn ihr nicht in die Gänge kommt jetzt. Was soll ich sagen? Ich will ihm eigentlich kein Geld geben. Als nur Unbill? Was ist denn Unbill? Gute Frage. Was ist ein Unbill, Leute? Um die Unbilden der Straße zu lindern. Ah, okay. Die Unbill. Das habe ich noch nie gehört, das Bild. Auch nicht. Aber okay. Nicht in die Gänge kommt jetzt. Ja, lass ihm Gold geben, oder? Wir haben, glaube ich, genug. A hero to the hilt. Astarion ist nicht einverstanden. Truly. Beneath my brush, you'll live forever. Ach süß, der malt uns dann. Until Baldur's Gate, then. Klar, gerne. Haust du rein? Ich schieße ihn jetzt mit dem Pfeil ab. In die Ferse, damit er nicht mehr rennen kann. Stop it! Hast ja recht, hast ja recht. Was ist mit dem hier? Wir sollen Saris nicht waiten lassen. Oh, geil. Ja, mit denen darfst du mal reden. Ich höre dann zu. Okay, das sind ja die hier, ne? Ja. Nee. Doch, doch. Okay. Ja, klar, gerne. The Zentarim look out for their own. Even if it's Rug. That's worth some coin. Geil. Und muss das Geld direkt zurückbekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, aber ja. Can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. Also er sagt, jemand billigen heißt also mehr als nicht billigen. Unbillig, üble Behandlung, Unrecht, etwas Übles, was jemand zu ertragen hat. Okay. Ja. Someone kidnapped a Duke. Right on our bloody doorstep. The Flaming Fist will need someone to blame. I don't plan on it being us.
Oh, jetzt habe ich die Belohnung bekommen. Ich habe jetzt eine Armbrust bekommen. Oder oh, so. Süß. Nee. Oder? Doch. Okay, muss ich mal gucken, ob ich die ausrüsten kann. Wie viel Schaden macht die denn? 4 bis 13, oh, die ist besser. Wenn du bei einem Ziel Schaden mit deiner Fernkampfwaffe bewirkst, muss es ein Charisma-Rettungswurf bestehen, sonst wird 2 Züge lang Verderben auf das Ziel. Hm. Was steht hier drauf? Schlichter Goldring mit der Prägung von Miri an Benri. Ach, den müssen wir noch zurückbringen jetzt dann. Ich habe den gefunden. Den Ring. Ach, ist das Mitgift gewesen? Ja, habe ich gefunden jetzt. Stark, okay. Oh, ich klaue jetzt mal ein bisschen Essen. Das Essen finde ich fast noch schlimmer, wenn du Essen klaust als Gold. So richtig leckeres Abendessen, was schon so vorbereitet ist, und klaust es einfach. Das ist ja einfach nur unfassbar asozial. So. Gehen wir mal hier lang und gucken mal die Map an und dann können wir dem Benri den Ring geben. Ja, das machen wir. Wo hast du den denn gefunden? In der Scheune? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es gerade zufällig gesehen. Man muss, glaube ich, echt in jedes Fass nachglotzen, ne? Schon wieder. Ich kann mal ein bisschen buddeln. Do it. Die wollen dir das in die Luft jagen, oder? Alles hier. Nehm mal an. Boah, hier ist aber auch ordentlich was drin. Stark. Stark. Kann man da rein? Sind das hier Fallen oder was steht hier rum? Ja, Vorsicht, nicht reintreten. Man darf hier auch nirgendwo rein, ne? Ist auch alles irgendwie. Ach, das ist das. Sie wollen das hier hochjagen, deswegen. Genau, aber ich würde die gern ausrauben. Wie ist es denn, Leute, wenn jetzt Papo. Oh, süß, der Hund. Oh, süß. Ich sterbe, der liegt da wie eine Wurst. Wie ist denn das, wenn jetzt Papo die ablenkt? Zählt es dann trotzdem nicht, wenn ich das Schloss heimlich knacke? Ich drück mal einen Knopf. Oh nein. Oh nein, wir haben nicht gespeichert, oder? Wir haben nicht gespeichert, ne. Scheiße, sollen wir den einfach umbringen? Aber ich habe doch nur einen Knopf gedrückt. Vorhin haben wir doch auch einen Schalter betätigt. Ja. Ich weiß nicht, wie stark die sind, sonst. Bei mir aus können wir die umhieben. Naja, wir haben jetzt keine Chance mehr. Jetzt müssen wir es machen. Okay. Ach man, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Das stand auch nicht da oder so. Ich glaube, wir müssen echt immer noch gucken, dass wir wirklich immer speichern, bevor wir irgendwie was machen. Ja, also Chat, erinnert uns bitte, dass wir regelmäßig speichern. Okay, die sind wirklich schwach. Jetzt haben wir wirklich den Hund getötet, ne? Können wir nicht noch Frieden mit ihnen schließen? Nee, ich glaube, das war's jetzt. Genau, dasselbe ist mir auch passiert, musste auch alles von vorne spielen. Hab auch nicht gespeichert. Nee, das mache ich jetzt auch nicht. Jetzt töten wir die, jetzt reicht's, weil ich will deren Loot. Töte den Wolf, genau. Ja, klar. Ab. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt dann oben die Gefängnisse leer looten und dann abhauen mit Schnellreise, dass wir nicht alle umbringen müssen hier drin. Deswegen Vorsicht, wie weit du dich bewegst. Ja. Dass du die vielleicht echt nur mit dem Pfeil jetzt abschießt. Genau, dass wir nicht zu denen müssen, die sollen zu uns kommen. Voll ins Knie. Wir können sie ohnmächtig schlagen. Stimmt. Stimmt. Hast du recht. Dann aktivier mal dieses Ding bei dir. Mhm. Good point. So, okay. Gut, der eine ist halt jetzt schon tot, ne? Ja, den Hund haben wir ja auch schon getötet, den einen. Ja. Den anderen werde ich jetzt auch noch töten. Aber macht das überhaupt einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Vorsicht, gerne nicht, dass du noch mehr aktivierst. Ja, ich laufe nicht noch weiter. Ich will nur noch, kann ich noch was werfen? Nee, dann wird nochmal Inspiration hier gewirkt auf Lisette. Dann renne ich mit. Anscheinend nach einer langen Rast sind Bewusstlosgeschlagene wieder wach, aber bei mir waren die auch immer weg danach. Genau, unmächtig schlagen. Oh je. Yeah. Oh. Unmächtig schlagen, nur Nahkampf, nicht Zauber. Ja. Oder der Hund ist verbrannt, der ist ins Feuer gerannt. Oh gosh. Dann zieh dich auch mal ein Stück zurück, ne? Lauf nicht näher zu dem. Ja, ich glaube, ich mach dem einfach ein Dolch hin. Ah! Jetzt ein Stück zurück. Und dann nehme ich mal. Ich nehme jetzt einfach mal ein Ding. Und dann hau ich ab. Ciao, Kollegen.
Genau, die soll auch zu uns kommen. Oh, jeez, my knees. Okay, dann schieße ich den jetzt auch einfach mit Pfeil ab. Ich glaube, ja, der wird gleich eh von alleine sterben, glaube ich, ne? Dann komme ich zu dir hoch. Ja. They weren't expecting this. Mal die Leiter hochklettern. Im Kampf. Das hat's ja wirklich gebracht, Astarion. Also. Das war wirklich stark. Starkes Gameplay von Astarion an der Stelle. Oh Gott. Ih, wirklich, okay, der auf dich zujumpt. Boah, würdest du den jetzt runterschucken, ne? Ich würde das so gern machen, ja, aber kann ich nicht. Deswegen spielen wir stattdessen einmal ein bisschen auf der Harfe. Du hast aktiviert, dass du die nicht tötest, das muss ich auch noch machen. Ja, ich laufe jetzt hin und dann. Hä? Was hat die denn jetzt gemacht? Oh, du hast daneben geklickt. Ich wollte aber nur hinlaufen und nicht schlagen. Manchmal ist das auch wirklich weird. Dann mach einfach Pfeil und Bogen oder schubs ihn runter. Ja, kann ich nicht. Wenn ich ihn runterschubse, ist ja auch blöd. Oh oh. Ich lauf gleich nochmal hin und versuche ihn kaputt zu schlagen. Also bewusstlos. Ja, ich versuche die da oben mal umzubringen. Ich dachte bewusstlos. Ist schon und bei mir an. Doch alle. Ja, aber mit Zauber geht das ja nicht. Ja, dann sollt ihr aber zu uns kommen jetzt. Mhm. Muss jetzt, glaube ich, sowieso, ja. Ja. Wenn sie so eine Bombe reinlegt, machen wir das ja auch lustig. Ist sie so, doch gerade, okay. Oder? Jetzt will ich nur dahin laufen. Okay. Und jetzt mache ich Schlag, aber ich mache das hier an. An. Nicht tödlicher Schaden, genau. Ich knack okay. Mal das Schloss hier so lang. So, geil. Da hast du schon so ein Schloss knacken. Ah, herrlich. Okay, ich warte jetzt. So. Dann versuche ich mal. Die ist jetzt zu weit entfernt. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich nichts machen, außer warten. Dann gehe ich jetzt rein und loote den scheiß Raum. Du kümmerst dich um die da oben, oder? Ja. Mit dem noch nicht zurück. Astarion. Okay, jetzt bist du dran. So, du bist dran. Du musst jetzt eh erstmal zu uns latschen. Das kann jetzt erstmal dauern. Ich entschärf schon mal. Einmal mit Pfeil und Bogen kann ich auf sie schießen, weil sie stirbt dadurch nicht. Geil. Öffnen. Sometimes the only way out is through. So, ich warte, bis du ready bist. Ja. Wartest du kurz, bis sie die läuft jetzt noch zu mir, die kann ich mal an. Und jetzt machen wir den Schlag. Let's be quick. Nice. Okay. Ist nur bewusstlos. Mega gut. Dann Vorsicht, dass du jetzt nicht neue aktivierst. Ja. Und ich entschärfe kurz hier die Scheiße und dann machen wir noch das nächste auf, dann hauen wir direkt ab. Und bringen den Ring, weil ich will nicht, dass sie noch böse werden. Weil oftmals, wenn du die wieder triffst. Oh. Über die magische Tasche genommen, ja. Sorry, ich bin gerade an deine Tasche, ohne dich zu fragen. Ist okay. Okay, dann mal öffnen wir mal das nächste. Oh, da ist wieder ein Gegner. Oder ist sie schon tot? Nee, der ist bewusstlos. Okay. So, dann öffne ich noch das. Und danach spotten wir hier raus, oder? Ja. Ah, cool, ich habe einfach deine Schlüssel genutzt. Genau. Oh. Ach, guck mal, das Bild aufheben. Das nehmen wir mit. Kann ich ihn gut verkaufen, ne? Ne, das nehmen wir für ihn mit. Das schenken wir ihm später wieder. Das ist seine Verlobte. Oder wir zeigen es ihr. Oh, voll viel Outfits. Voll viel Outfits? Ja! Verwenden? Kann ich mich in den Spiegel anschauen? Looking perfect as always. Warte, ganz wichtig, ich habe eine kurze Speicher. Nee, da brauchen wir nicht speichern. So. Was hast du gemacht? Hast du mitgenommen? Nee, ich habe einfach das Ding von unserem Ausgang gepackt. Ach so, wäre nicht eher voll die gute Idee. Warte, hier ist noch ein Buch, glaube ich, oder? Was, hier ist ein Ring? Und ein Buch. Okay. Und jetzt zerschneiden wir das. So. Zerschneide es. Oh, ein Medaillon.
Okay. Okay, dann lass mal abhauen. Wir gehen jetzt... Schnellreise, ne? Schnellreise. Und zwar gehen wir zu überwucherte Ruinen. Warte. Wir gehen zu... Vaukins Ruhe. Was bitte? Vaukins Ruhe? Vaukins Ruhe. Vaukins Ruhe. Dann könnte ich den Ring denen bringen. Ja. Okay. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Puh, Papo, da hatten wir noch mal Glück. Da hatten wir noch mal Glück. Okay, rede ich mal mit ihm. Ja, bleib mal stehen. Ich einfach so zu. Ich habe die Mitgift hier. Mitgift ist so unromantisch. Ja, Mitgift ist so ein ganz weirdes Wort. I know this doesn't change anything, but it helps. Thank you. Was kriege ich von dir jetzt? I need some time alone with her. Okay. To say goodbye. Okay, es gibt XP. Okay, also ich würde hier unten noch die hier verprügeln. Wen? Warum? Und dann alles klauen. Ich würde sie bewusstlos schlagen, ja? Oh, aber dann gehen alle auf uns los. Na, hast du recht, ist dumm. Okay. Du hast es nicht abgespeichert, um das zu testen, oder? Nein. Nein, würde ich nicht machen. Ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, dass wir nochmal hier zu den sonnenbeschienenen Sümpfen gehen. Aber warum? Weil da unten noch was wir nicht gesehen haben, oder? Aber was meint ihr, Leute? Also sonst können wir auch zu den Sümpfen gehen. Dann lass uns erst zu den Sümpfen gehen. Umgehung des Smaragdhains. Smaragdhain. Oh, was ist jetzt? A dragon. Ein Drache? Ein Drache? Oh ja, da über mir. Oh, bei mir wird gerade gespeichert. Ich komme mal zu dir. Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Haben wir das hier? Das hier haben wir schon aufgemacht, naja. Genau, aber es gibt noch irgendwo... Sümpfe. Und der Sumpf ist hier unten. Ich würde gern zum Sumpf gehen mit dir. Das heißt, wir spawnen uns kurz zum Gebirgspass, weil das, was gerade passiert ist, das kommt eh später. Also zum zerstörten Dorf, ja? Genau. Dass wir zum Sumpf düsen. Der ist nämlich ganz unten. Guck mal, jetzt bin ich im Lager. Hä? That took the edge off. Man muss einfach zum zerstörtes Dorf durchspawnen. Warum bin ich im Lager? Das ist eine sehr gute Frage. So, wie heißt das, wo ich hin soll? Zerstörtes Dorf. Ja, da wollte ich dann auch schon hin. Hey, das nach ist ja komisch. Unten. Bin da. Genau. Okay. Das war geil, wenn mit allen cool ist und einfach durchlaufen kann. Ja, ich würde jetzt hier den Goblin töten. Spaß. Ich will mal jeden töten. Einfach alles eliminieren. Schluss, wir wissen, dass sie habt. Oh, da gehen wir mal hin. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this. We won't ask again. Frag mal, was los ist, oder? Ich kenne die Dame nicht. Kennst du die? Kennen wir die? Nee. Oder? Kennen wir nicht, oder? Nee. Nee, ich glaube, das ist... Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag. And we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Lass nicht zu, dass ihr Ethel wehtut. Ich mische mich nicht ein. Ethel, was habt ihr ihrer Schwester getan? Also, ich glaube den Jungs, ehrlicherweise. Und fragen, was sie getan hat. Bollocks. Oh. Oh, sie will kämpfen. You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice.
You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology. Holy shit! Bye bye now. Okay, ich glaube, du hattest recht mit deiner Vermutung. Oh mein Gott! Zuhören. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. Du hattest recht. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. Ich meine, was hier vorgeht. Ja, viel vorgeweiht. Okay. It's our sister, Marina. She's... Well, she was in a bad way after her husband died. Ist sie nicht gestorben? Ist nicht die eine... Like how she was gonna bring him back. Annie, die ist Next Miri. Thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back and fast. Lass mich, ich bringe Marina nach Hause. Ihr seid auf euch allein gestellt. Tut mir leid, viel Glück bei der Suche. Na, wir werden das natürlich machen. Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rena to you. But, Joel. Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on. Wir laufen hinterher. Okay. La 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 la. Oh, die verschwinden einfach, oder? Ja. Chill runs up your spine. Blutung. You feel oh je. Like you're being watched. Ich fühle mich beobachtet. Nachforschen. Was machen die? Ich nachforsche mal. Oh, ganz schön schwierig. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Manchmal kommt man in so Sachen rein. Mann, ich schaff's nicht. Ich glaube, die sterben einfach einen grauenvollen Tod, oder? Kann das sein? Na, zu schlecht. Oh, sie sind weg. Sie sind aber verschwunden. Ja. The place has a quiet... Der Baum da drüben sieht sass aus. Wo bist du lang? Ich komme gerade zurück. Hallo. Oh, Schafis. Ein Apfel. Ja, okay, da sind Traps im Sumpf, oder wie? Schafis. Oh. The brothers. Oh! I guess they didn't find their sister. Shit. Ah, hier ist ein Speicher. Warte mal, ich aktiviere den mal. Wie schnell sind die denn gestorben? Ziemlich schnell. Kannst du mit Toten noch mit reden? Hab ich das noch? Weil ich kann einmal. Ich kann nicht mehr. Aber lass dann überlegen kurz, mit welchem wir reden. Wir reden mit dem, der weitergekommen ist, oder? Ja, dann müssen wir nur noch einmal rasten. Hier ist noch ein Brief. Bitte seid mir nicht böse. Ich meine es ernst. Ich hinterlasse euch die Nachricht, damit ihr keine Panik bekommt und Dummheiten macht. Ich bin bald wieder zurück. Das ist wahrscheinlich die Schwester. Ja. Ja. Wir müssen halt einmal eine Rast machen. Dann kann ich es wieder machen. Okay, dann lass uns einmal zum Lager. Rasten, Kinder! Was, man kann mit Toten reden immer wieder erneut casten. Was meinst du damit? Ich glaube, wir können aber schlafen. Aber nicht endlich. Nee. Let's go, rein in die Rast. Rein aus in die... Oh, hallo. Oh, was passiert denn da? Hellsfire. She's coming. Ey, was kommt denn alles in unser Dorf? Hello. Was ist denn jetzt los? Oha, das ist meine Mami. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Ja, God's dann leg ich mich übers Knie. Anyone but her. Oh, wer in den neuen Höllen seid ihr? Ihr seid ja ein lecker Ding. Ich würde das Letzte sagen. Will ist nicht einfach der Color auch nicht. If I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards.
You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Targets shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlach meets the criteria by virtue of having no heart. Wenn wir Karlach jetzt töten, werden wir euch dann los. Wehe, krümmt Karlach auch nur ein Haar, verflucht Will. Warum habt ihr mir nicht von ihr erzählt? Ich habe genug gehört, hier kommt ihr nicht lebend weg. Ich frage mal Nummer 4, oder? Ich habe genug gehört, hier kommt ihr... Echt? Also, wenn wir jetzt auf Wills Seite sind, ja? Dann müssen wir die jetzt komplett zerruppen. Aber die Frage ist, ob wir stark genug sind, die zu töten. Nicht. Weil die sieht schon ganz schön mächtig aus. Ich glaube nicht, oder? Beim Lager kämpfen? Kill me. Ich speichere mal. Oh. I wouldn't recommend it. Oh. I die and Will turns to a lemur and gets sucked right down to the hells. Oh. Which reminds me. Will burns in the fires of Avernus. Uh-oh. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Papo, was haben wir getan? Ich weiß nicht. Wird jetzt ein Tiefling? Ja, ne? Ah. Welche Option hast du denn gedrückt? Die du wolltest. Die letzte, oh. That's better. Deswegen waren ja so viele einverstanden. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Ah. Some magic even I can't undo. Ich wusste, wenn now, die... Let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? Hä? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Shit. Gerade interessante Info gehabt. Wenn es einmal gecastet hat, dann gibt es einen gesonderten Tab, wo alle erneut gecastbaren Zauber drin sind. Dazu zählt zum Beispiel mit Totenreden oder auch Blitze. Und dann sagt noch jemand, wenn die Leichen so grün schimmern, kann man mit Toten reden ohne Kostenzauber. So, rede du mal mit Karlach, ich hör zu. Okay. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Könnte ich auch Charaktere untereinander was haben? Ich wollte gerade sagen. Er ist ein guter Mann, vielleicht der Beste von uns. Wahrscheinlich Entscheidung. Ja. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Okay. Okay. Dann rede ich mal mit meinem Baby. Nee, das mache ich schnell. Okay. I F or is it an E? Is it even a letter? What damn language is this? Oh, das hatte ich nie. Das hatte ich in meinem Spielstand nie. Wollt ihr euch noch ein wenig lockern, ehe ihr zu Bett geht? Ich dachte, es schert euch nicht. Ich frage mal, ob ich schauen soll, oder? Ich würde eher das gehen, weil er hat ja, dann widerspricht er sich selbst ja so ein bisschen, ne? Ich dachte, er weiß, was da hinten draufsteht und will es gar nicht unbedingt wissen. Aber das ist deine Entscheidung. Du bist ja hier in deinem Love-Ding drin. There you are. I admit, I got curious. I've been tracing the scars on my back with my fingers, trying to read them by touch. But I can't. They may as well be written in Rashimi. Soll ich euch einen Spiegel holen? Lass mich mal sehen, oder? Was soll ich euch den Spiegel holen? Aber Spiegel bringt ja nichts. Ja. This isn't your problem, you know. Ich weiß nur, seid still und dreht euch um. Fine. Ja, ich wollte gerade sagen, das will er hören. The pattern swirls before you. Ah, keine Kunde. Guck mal, das ist gut, dass du das machst.
You can't read it. Voll gut. But you recognize the letters. Infernal. The language of the Hells. And? What does it say? Es ist infernalisch, ich kann es nicht lehnen, ich weiß nicht, halte still, ich zeichne ich es euch auf. Es war einmal ein Kleriker, der hatte kein Kleinschwert. Ich male sie mal selber auf dem Boden auf. Ja, wollte gerade sagen. Das ist, glaube ich, das Beste. Na, wie schnell hat sie es hingekriegt? 3 ist das Beste. Was? Bei mir wollte der Seller eine Nacht mit Will verbringen und hat sich am nächsten Tag beklagt, dass er die ganze Nacht nur reden wollte. Geil. Okay, was hat er mit mir gemacht? Was steht da? Ob wir die anderen fragen? Vielleicht wissen sie mehr. Es sieht wie ein merkwürdiges Dicht aus. Es ist nicht egal, ihr seid jetzt los. Soll ich ihn fragen? Ja, mach das mal. If it's a poem at all. 2 centuries carrying this. And I can finally see it. Ich hab wirklich keine Ahnung, was ist. Habt ihr Casador je Infernale schreiben sehen? Irgendwie, wer da draußen kann das bestimmt lesen. I'm sure. But what will it say? Thank you. Das kann doch bestimmt Karlach, oder? This is. Gute Frage. Well, it's something. Wir kriegen es rausgesprochen, schon gut. Pass nur auf, dass es uns nicht, ja. Will we? How sweet. Okay. So, okay. Die chillt hier aber richtig, ja? Ja, die ist richtig cool. Ich mag die voll. Kann, aber reden mit ihr, vielleicht kannst du sie fragen. Ah ja. What can I do you for? Wie bekomme ich, dass ihr solche Vorrichtungen in der Brust tragt? Nee, das habe ich schon gefragt. Nee. Okay. Aber du kannst mal mit der Lazelle sprechen. Vielleicht will die dich ja snoon. Ja, hoffentlich will sie jetzt mal snoon. Ich glaube, wenn kein Ausrufezeichen über dem Kopf ist. Speak. Oh. Nee, die hat dir gar nichts zu sagen. Dann okay, mal. Wir waren auch schon lange nicht mehr bei Schattenherz. Da müssen wir auch nochmal hin. Ja. Aber lass das mal mit Will. Das kannst du auch gerne machen wieder. God's damn her straight back to the Hells. Just look at me. I did what was right. And Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not... not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Halbwahrheiten okay. Und Pakte mit Teufelinnen, ihr seid dem Boden nicht wert, auf dem ihr steht. Die Klinge der Grenzen muss so einiges klären. Was habt ihr erwartet? Ihr wurdet in einen Teufel verwandelt. Ich finde die Strafe angemessen. Ihr könnt vom Glück reden, dass sie euch die Seele gelassen hat. Ja. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hellbeasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Was sind die Bedingungen, was, oder? Ja. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. Man muss ja was Wichtiges sein. All I can give you on that is my solemn word. Okay. Okay, soll ich auch nochmal mit ihm reden und eine andere Frage stellen? God's damn, I'd be unforgiving. Ah, du erkennst es auch. Will was lucky, he didn't face a more severe punishment. Aber angemessen. Ihr könnt vom Glück reden, dass ihr euch eure Seele gelassen habt, als sie. Den Spiegel kann er ja schlecht gucken, stimmt, der ist ja ein Vampire, ne? Das wäre voll der Witz gewesen. Aber er hat doch im Spiegelbild gerade auch gesagt, dass er gut aussieht. Ja, ich glaube auch, er ist ja noch kein Vampir, ne? Er ist ja nur eine Brut. Ja. Ich sag mal, ihr könnt vom Glück reden, dass ihr eure Seele gelassen habt. I count my lucky stars for it. But I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. Wer ist ein ganz sensibler? It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts.
before I was infected. Ah, der Astarion. Das hat er auch gerade schon gesagt. Every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Ah, ich nehme an, richtig, stimmt. Hey, krass, ey, die haben so richtig suchtig. Astarion hat gesagt, als er den Spiegel gesehen hat, ich nehme an, dass ich gut aussehe. Also er sieht sie im Spiegel nicht. Ah, okay. Diese Details. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Und wollt ihr ihren Befehlen überhaupt folgen? Was können sie tun, was schlimmer ist als das, was sie bisher getan hat? Warum greifen wir sie nicht einfach an, wenn sie das nächste Mal erscheint? Ja, dann stirbt er, ja. In dem Vertrag muss es ein Hintertürchen geben, durch das ihr hinausgelangen könnt. Die Grauzonen. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can outbargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Ja. Auch eine weirde Aussage. Wenn unsere Würmer vereinen, können wir sie schlagen. Ich kann nur sorgen, dass sie uns als nächstes antut. Wir werden sehen, ob es sich lohnt. Vielleicht brauchen wir den Pakt letztendlich doch. Eins oder drei, ne? Ja. Ich würde drei sagen. Ja, okay. That has been its tragedy. I've saved so many with the talents of the blade. And without the pact, I'm just a man. What good is my blade then, when it's too dull to split monsters? What good is a flame when a mere breath snuffs it out? Was ist Will für eine Klasse? Chat, könnt ihr das mal in den Chat schreiben, bitte? Also was, weil ist er ein Haut-drauf-Typ anscheinend, aber er kann auch Sachen casten. Ja. Hexenmeister, okay, dachte ich mir, dass es ein Warlock ist, okay. Hexenmeister, Warlock. Ja, okay. Warlock ist Hexenmeister, das ist Warlock. Ja, genau. Mhm. Irgendwann ist euer Vater, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Oh, was? Was? Was wäre es der Vater? Wo wissen wir das aber? Was? Ravengard ist doch dieser Herzog, oder nicht, den wir retten sollen? Aha, frag mal das. Oder? Because our relation was no matter of pride. Not least for him. Oder irre ich mich? Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Hä, das hat aber niemand gesagt. Nee, woher wissen wir das denn? Ich bin so verwirrt. Dann ist die Entscheidung klar, wir sollten Herzog retten. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzen would have little use for my father. Das ist ein Plot, no, wahrscheinlich. Ja, this okay. is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Ah, aufkommen, ja, genau. Okay, du okay. siehst es, ja. Ja, ich hab beide Chats offen. Was sagen, solltet ihr mir nicht verheimlichen, Will? Ja. I know. And you're right. Hier sagt jemand, ups, ein Plothole. Ja, genau das. The Blade of Frontiers. A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard. A memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Was meinst du denn mit Plothole? Es gibt so viele Entscheidungen und Reihenfolgen, dass es ganz selten mal zu Plothole kommt. Was meinst du damit? Und weil wir es nicht ausgesprochen haben für die Leute auf YouTube, oft kommen manche Sprachoptionen dadurch, dass man ein Buch irgendwo geöffnet hat, deswegen. Genau. Plothole bedeutet wahrscheinlich an der Stelle, dass da etwas steht, was wir selber halt quasi eigentlich nicht gewusst haben und dann auf einmal kommt so eine Option. Aber ich glaube, das ist in diesem Fall halt auch was. Durch vielleicht habe ich ein Buch gelesen, wo es drin steht, ja. Okay. Reden wir über was anderes. Was gibt es noch zu sagen bei dem? Was haltet ihr von Raphael? Oh ja, das ist der Teufel. Der gut aussehende Charmeur, der uns in seine Welt geholt hat. Ah, ja. Okay. He brings to mind a story.
The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. Mm-hmm. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Oh, die Musik ist so schön im Background. Mhm. Jemand Raphael, wir sollten unsere Situation zumindest über ein Angebot nachdenken. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. Kann man Raphael auch daten? You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Ich muss ein drittes Horn begutachten. Wie fühlt es sich an, ein Teufel zu sein? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. Kann man einer gewissen Weise? I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ein ziemlich attraktiven Teufel, wenn ich so sagen darf. Ein Monster bei den Göttern, was seid ihr abscheulich? Nein! Be ever stronger. Das Schwein! The people will see. Dann rede ich jetzt aber mit dem und sage ihm, dass ich ihn hot finde. Hungry for their souls, but I will slay their monsters. Keep them safe. And one day they will see the blade of frontiers again. Okay. Ich will mal mit dem reden. Ja. Weg da jetzt. Ja. Ich mach das wieder gut, Boy. So, wo hast du das? Wie fühlt es sich an, ein Teufel zu sein? So. Ich sag, ein ziemlich attraktiver Teufel, wenn ich das so sagen darf. I can't tell if you're being silly or serious. But I'll accept the flattery either way. I suppose I'll grow used to the new me. Horns and all. Hat der bei dir auch Hörner bekommen oder nicht? Curiosity. Ja. Maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters. Keep them safe. And one day they will see the blade of frontiers again. Eigentlich könnten wir auch statt Lezale, weil bei euch geht glaube ich nichts mehr, die Karlach mitnehmen. Ja, ich überlege gerade. Weil die soll ja auch voll stark sein. Du weißt ja auch so ein Berserk. Dann würde ich halt die mal ausrüsten oder entrüsten und das der mal geben. Die Shadowheart hat nichts zu sagen, außer halt so die normalen Infos. Die ist eigentlich voll arm, die wird einfach nur ausgetauscht. Poor girl. Ich dastehe wie so ein Girl. Oh, I was a witch girl. Na 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 Guck mal, was es noch so für fesche Schlafkleidung gibt. Stufenaufstieg. Oh, dann kann ich jetzt leveln, ne? Ja, genau, weil das Coole ist, dass man die immer alle mitlevelt. Also du musst die nicht von null anfangen. Das ist halt übel nice. Ja, das ist gut. Dann leveln wir da mal rein. Dann level da mal rein. Level up, level up. Ein Barbar. Level, level, level up. Sind für Gefahr, okay. Ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten. Kampf, Kampf, Kampf. So, aber bevor du sie ausrüstest, sollen wir noch mal kurz ein bisschen weitergehen, weil dann ist meine Folge eh vorbei und dann können wir kurz in der Pause, bis die nächste Folge startet, sie dann ableveln. Ja, sonst schauen die Leute jetzt hier nur beim Leveln zu. Hast du recht, hast du recht. Dann gehen wir mal kurz zu, wechseln wir zu Lezale und dann gehen wir kurz ein bisschen weiter und in einer halben Stunde ist eh die nächste Folge, dann können wir zu Karlach wechseln. Achso, muss ich jetzt wieder rauspacken, ja? Ja, weil sonst ist sie ja zu niedriges Level. Okay. Dann Mintara, umgebracht oder ohnmächtig geschlagen? Mintara? Haben wir da überhaupt jemanden ohnmächtig geschlagen? So, gehen wir mal zu Bett. Ich
Ich glaube nicht. Ja klar, wir haben doch die in der Höhle haben wir alle ohnmächtig gemacht. Aber sicher, dass wir die nur ohnmächtig gemacht haben? Ich habe auf jeden Fall nur Ohnmächtigkeitssachen gemacht. Not sure. Ich schlaf mit Schuhen. Ich glaube umgebracht. Ups. Die Hunde haben wir getötet. Okay. Bin mir da nicht dann so los. Sicher mehr. Red mal mit dem Schaf. Dem Schaf? Ja. Okay. The sheep's voice warbles. Realize it's trying to say bar. Ja, mit Tieren umgehen, den Blick senken und vorsichtig die Hand ausstrecken. Ah. Ja, easy. Alles Könner. Natural 20. Mm. Meinst du, es beißt mir jetzt in die Hand? Ich weiß es nicht, aber die Geräusche, die machen, sind so geil. The sheep backs away. Ich will auch nochmal reden. Ich glaube, das ist krank, das Schaf, oder? The sheep's voice warbles. Bah! Ah, was ist? It's trying to say bah. It's trying to say bah. Bah! Boo! The sheep stares at you with unsettling malice. So, wo hab ich denn hier mein... Mintara war die, die du unmächtig schlagen wolltest, aber doch getötet hast. Oh. Sorry, not sorry. Ich hab doch eigentlich noch was, wo ich mit Tieren reden kann. Wo ist denn das? Hat einer von euch mit Tieren sprechen? Ja, hab ich eigentlich, deswegen... Ich suche das gerade. Ich guck gerade auch mal. Ich hab's nicht. Hä, wo ist denn das? Ich hatte das die ganze Zeit dabei. Aber so, ich kann ja noch mit Toten sprechen, das mache ich jetzt mal. Ich kann das Tier auch töten und dann. Da oben ist ein Typen, lass mich mit dem dann reden. Da kann ich nämlich Pluspunkte für Astarion sammeln. Kann ich mit dem noch reden? Ich glaube, es ist jetzt vorbei, oder? Ich probier's mal. Okay, ich rede mit dem. Hör dir zu. Yes. Kill the hag. Ja, die Wette töten. Wie wollt ihr diese Wette töten? With pitchforks. Stupid. Okay, Was hat eure Schwester getrieben, zu verschwinden? Wie seid ihr gestorben? Also erstmal, wo die Schwester ist und dann, wie ihr gestorben seid. Dann wissen wir, worauf wir uns schon mal vorbereiten müssen. Genau. The note. Die Nachricht, ja, okay. Die hat er, ja. Dann mache ich mal, wie seid ihr gestorben, oder? Ja. Looked so innocent. Also die Schafe sicherlich, oder? Glaubst du? Ich denk schon. Okay. She's scared she won't be a good mom. But ach, ist es der Mann von ihr, oder wie? I know it. Nee, ist ihre Schwester. Seine Schwester. Kann man die Nahrung bedenkenlos essen? Weggehen, apples, oder? Also. So red. So delicious, but... Oh. Ich glaube, das war's. The spell's power wanes. Okay. You can ask no. Ah, wenn ihr mit Toten redet, einmal gecastet habt, dann leuchtet jede Leiche, mit der ihr nochmal reden könnt, bis zur nächsten langen Rast. Das heißt, guck, jetzt kann ich mit dem nämlich auch reden. Aber wie geht das jetzt? Ah, reden, geil. I am not here for chit-chat. Ah, nee, das ist sie. Make yourself useful. So, kann ich jetzt... kann ich jetzt... Aktionen untersuchen. Kann ich jetzt mit dem reden, mit dem Bre? Okay. Das Ding ist ja aufgemacht. Ich würde mal also gerne mit dem da oben reden. Wie, was heißt denn erneut Carsten? Ich weiß nicht, was es ist. Ich rede mit dem. Hier ist noch irgendwas. Hier ist ein Loch talk, oder so. Talk, musst du hören. Ja, ich kann. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats.
Schweigen, entschuldigt, aber wer oder was sind Gur? Ich wusste, dass ihr ein Arsch seid, aber ein Rassist. Ich bin schockiert. Ignoriert den Elf, er redet zu viel. Ich sag mal nix, oder? Ja, lass die mal reden. And more. We steal chickens, curse your crops, seduce your daughters, the list goes on. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Was für ein Monster jagt ihr denn? Something terrifying, no doubt. Dragon? Cyclops? Kobold? Nothing so dramatic. I'm hunting for a vampire spawn. His name is Astarion. Oh. I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood price. Wichtige Stelle für Romance. Okay, help. So, und wenn ihr diesen Astarion findet, tötet ihr ihn dann. Nur Vampirbrot. Ach, das ist doch kein echter Vampir. Zeit, dass wir aufbrechen. Viel Glück bei eurer Mission. Nun, hier ist er. Das ist Astarion. Ich würde ja sagen... Nein, dann müssen wir aber speichern und dann nochmal neu laden. Du kannst jetzt nochmal speichern, ja. Okay. Das mache ich immer vor solchen Wahlen. Doch, musst jetzt nein, genug. Nein, ich mache das nur, nein. Du musst dich nein, entscheiden. Nein, nur wenn wir neu laden. Was das musst du sagen, mir versprechen. Gnu, das versprichst du jetzt hier vor allen, die zuschauen. Nein, sonst drückt ihr wir werden nicht neu laden, außer das Spiel stürzt ab. Nein, dann mache ich das nicht. Okay, dann sag das nicht. Dann sag was anderes. Das ist ja auch nur meine Entscheidung. Ne? Hier kann ja böse Sprich. Enden. Komm, wir laden neu, okay? Dann zeigen wir es wenigstens den Leuten. Okay. Aber musst du echt versprechen, dass wir neu laden? Na klar. Okay, ich werde ja, gucken, was passiert. What? What? It is impossible. You idiot! What have you done? Ich habe einen Monsterjäger ein Monster ausgeliefert. Oha! You treacherous little worm. Der wurde ausgenockt. Eiskalt. I thank you for your help. Es war mir eine Freude, wirklich. Nehmt Vampirbrot, aber lasst ihre Sachen da. This is the only prize I need. Ach du Scheiße. Dann ist er jetzt weg. I have a cage ready nearby. Hey, das Spiel ist echt hart, ne? I would have made a deal with the hag to find this. I'm very glad that I did not. Thank you. And safe travels. Der Begleiter hat die Gruppe dauerhaft verlassen. Okay, fahren wir jetzt neu laden. So, weiter geht's mit der Mission. Ich speichere das hier. Neu laden, ist ja voll scheiße. Krass, jetzt wäre der weg. Holy shit, dass es so krasse Auswirkungen immer hat, ne? Naja, ich meine, wir haben ja einfach eiskalt verkauft. Kriegt der voll in die Fresse. Oh, du Scheiße, es ist herrlich, einfach richtig lustig. Ich lach mich tot. Oh, herrlich. Oh, lasst eure Sachen da richtig assi, ne? Bitte einmal ausziehen vorher. Oh Gott, herrlich. Das war doch wieder ein Lacher. Das Game ist einfach genial, ich kann es nicht anders sagen. Ist immer wieder ein herzlicher Lacher. Warum neu laden? Ach, weiß nicht. His name is Astarion. Okay. But I fear he's gone to ground. Ich muss wieder in die Option rein. I hope the hag of these lands can help me flush him out. Was soll ich sagen? Eins oder drei? Ich würde sagen, was ist, wenn ihr diesen Astarion findet? Tötet ihr ihn dann, würde ich jetzt machen. Ja, erstmal fragen, was er machen will, ja. Not this time. My orders are to capture him. Oh. And bring him where exactly? Baldur's Gate. My people wait for me there. Nur Vampirbrot, ach, das ist keine Vermittlung. Zeit, dass wir aufbrechen. Viel Glück bei eurer Mission. Also, wenn du eins sagst, dann wird Astarion, glaube ich, sich auch darüber aufregen. Ja. Thank you. Treating with a hag. I need all the luck I can get. May your road be kind. Ich würde den jetzt umbringen. Warte, lass uns gleichzeitig auf den einprügeln, ja? Okay.
Warte, warte, sie sagen nein, die erste mit Astarion ihn töten kann. Warte, rede erst mit Astarion. Okay, Moment. So, Will did the right thing and it earned him a set of horns. Let that be a lesson to us all. Hey, warte mal, jetzt redest du mit... Du redest mit Astarion. Genau. Hinter euch sind also Monsterjäger her. So it would seem. Hopefully he bumps into some gnolls while stumbling around at night and that's the last we hear from him. Aber warum hat er euch gejagt? Ja, das finde ich auch wichtig. I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. Schlimm genug vor Gedanken, jetzt müssen wir genau... Ihr seid sicher, dass Cazador dahinter steckt? It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died, had Cazador not appeared and saved me. Okay. Gerettet, indem er euch zum Vampirsklaven machte? Ihr könnt, warum schickt er einen nach euch, um euch an jene Nacht zu erinnern? Er ist aufgetaucht, als ihr ihn gebraucht habt. Wie praktisch, warum dient ein Monsterjäger Cazador? Ist ein Vampir. Ja. They may have no idea who they're working for. Cazador likely paid someone to pay someone to call in a favor. And here we are. He doesn't do simple plans. Not if he has a complex one that pits a dozen enemies against each other. No. This hunter is a message. Cazador's letting me know that even out here, he can get to me. He wants me back. Keine Sorge, bei mir seid ihr sicher. Safe! You think I'm safe? Do you know the power a vampire lord possesses? Den töten wir noch. Keine Sorge. Shape, turn into mist, call wolves to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Hast du recht. Also gut, was schlagt ihr vor? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Okay, dann darf er den jetzt töten. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute Nacht an mir saugen. Darling, I thought you'd never ask. Papa, es tut mir so leid, dass du diese kranke Beziehung hier miterleben musst. Ist gar kein Problem. So, jetzt reden wir mal mit dem, weil ich glaube, dann kannst du das machen. You've tracked me down again, my friend. Would that I had as much luck with the beast I'm hunting. So, warte mal. Steht zu Diensten dieser Star oder Vampir, den ihr jagt? Nee, weil dann tut er, ja... Das geht nicht, Leute, oder? Vielleicht musst du mit Astari mit ihm reden? Ah, das ist eine gute Idee, ja. Ich dachte, das war auch die ursprüngliche, was wir machen. Nee, geht nicht. Du kannst nicht mit ihm reden als Astari, ja? Doch, aber der kann nur handeln. Könnt ihn auch einfach so angreifen. Okay. Ja, dann warte mal, lass uns mal alle ganz weit auseinanderstellen. Warte, wie mache ich das jetzt so? Oder soll Astarion einfach beißen? Keep your distance, darling. Das könnte doch eigentlich lustig sein, oder? Ich stelle mich schon mal mit Lizelle hier nah hin. So, und dann wechsle wieder auf meinen. Okay, dann beißen ich ihn am Arsch. Sympathie aus Herr minus 20. Okay, lass den mal nur bewusstlos machen, oder? Meinst du? Dann petzt er ja, wir müssen schon umbringen. Boah, jetzt will er den. Der macht aber viel Schaden. Oh, no! Okay, jetzt reicht's, Bro. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt werde ich dem erstmal ordentlich hier. Was mache ich als erstes? Ich glaube, ich nehme erstmal mal seine Waffe weg. Waffe fallen gelassen, so. Nächste Aktion. Oh, er ist schon tot. So, jetzt reicht's. Hello. Nee, er sagt nichts dazu. Okay. Ich hoffe, es gibt trotzdem Pluspunkte bei Astarion. Ich glaube, Astarion hätte den auch töten können. Ich habe seine Armbrust bekommen, weil die habe ich ihm vorher aus der Hand geschmissen. Die hast du nicht gelootet. So, das ist okay für mich.
Du bist 13, Monsterfäller. Du bist bei Gegnern des Monstertyps im Vorteil. Okay. Behalten wir mal, wa? I guess. Kleiner Tipp: Blutleer kannst du mit dem Zauber schwache Genesung heilen. Das können Kleriker wie Shadowheart. Ja, die brauchen wir nachher, weil der saugt jeden Tag an mir und fragt mich nicht mal mehr. Ich kann nicht mehr. Hey, du hast. Hä? Du hast. Hä? Das stimmt la, la, nicht, la, la, la. Du hast gesagt, er darf so krass an dir saugen. Das ist eine Lüge. Na gut. Das ist eine toxische Beziehung, nur so lebt die. Boah, ich will den Trink da oben haben. Krieg ich den bitte? Bitte, bitte, bitte. Ich will das Getränk. Was ist denn das hier? Verwenden. Fresh, sweet smelling water gurgles gently below. Ich schau mir nur den Brunnen an. Vom Brunnen trinken. Papo, hast du Durst? Klar. Ich muss es anbieten, nur so kann diese toxische Beziehung überhaupt funktionieren. Ich würde aber sagen, du trinkst jetzt mal davon. Oh, also nicht Durchfall hab. Das ist fresh, nicht so schlimm. Sweet smelling water gurgles gently below. Lassell ist einverstanden. The warm rush of power flows through you. You feel stronger, faster. Oh, du solltest auch was davon trinken. Mach ich. Okay. Ja, ich trinke schon. Ruhe. The warm rush of power flows. Okay. Ich will auch, dass der was trinkt. Die sollen es alle trinken. Fresh, sweet smelling water gurgles gently below. Was ist denn da oben? The warm rush of power flows through you. You feel stronger, faster, better. Super. Okay. Das ist ja ein süßes Hexenhaus hier. Sollen wir rein? Ja, erstmal gucken, was aber es hier gibt. Du willst erst die Karte ein bisschen freischalten. Voll schön sieht es hier aus, gell? Ist richtig handsome. Ah, Lizelle ist gerade nicht mehr mit mir in einer Gruppe. Das müssen wir ändern. So. Oh, richtig schön. Also in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob sie auch aufgefallen ist. Ja, was ist denn das hier? Frog's entire body shakes. It ribbits erratically as if in pain. Hier ist ein Frosch, der Schmerzen hat. Ja, ich glaube, die sind vergiftet hier im Wasser, ne? Ich guck gerade mal, ob ich dem helfen kann. It shies away. Croaking a warning, oh. Eyes wide in terror. Wer ist dein braves Fröschli? Quark. Oh, was? Ich werd vom Frosch. Wirst du gerade vom Frosch angegriffen? Ich hab den mal erledigt. Warum war der so ein Wichser? Der Frosch hat dich einfach angegriffen. Gnu, was hast du mit dem gemacht? Ich habe, glaube ich, noch ein Loch gefunden, wo ich mal reinkrabbeln würde. Ja, ich kenne dich doch so, Papo. Na gut. So kennen wir doch ein Papo auf jeder Party. Nein, Spaß. Nicht auf jeder. Überhaupt so. Nicht. War ein Witz. Aber bisschen ganz lieber. Hin. Das Fröschli hat mich getötet. Ich muss, glaube ich, andersrum gehen. Oder? Sauerei. Warum gibt es eigentlich Astarion so schlecht? Ach, stimmt, der wurde ja angegriffen. Wo bist du eigentlich schon wieder? Na, ich gehe zu diesem Loch hier, wo ich meine Kabel habe. Achso, dann krabbel mal. Ich erkunde so lang ein bisschen die Gegend. Was zur Hölle ist los? Warst du das? Bist du explodiert? Ja. Irgendwas ist hier. Ja, ich lass mal den Astarion vorgehen, weil der fühlt es ja. Du läufst in Fallen. Ja, ist nicht so schlimm. Hier explodiert alles, mein Bildschirm vibriert die ganze Zeit. Ich blute jetzt auch. Ja. Aber ich kann da nirgendwo hinspringen. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, was das ist auf der Karte. Warum ist denn der Fröschli so ein Penner gewesen? Ich war doch total nett. Ich bin du kannst mir das auch nicht sagen, was das ist auf der Karte. Also oder? Irgendwie, nee. Irgendwie hat mich das jetzt verletzt. Ich wollte eigentlich mit dem auch eine Romance anfangen. Genau, was du ich sagen wollte. Spiel alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ich sag's euch. ja, jetzt kann man auch wieder neu laden. Im echten Leben kannst du Dinge nicht mehr neu laden, deswegen mache ich es in Spielen. Ja, ist dir letztens auch aufgefallen, dass die Vögelchen anfangen zu zwitschern? This camp was ambushed. Papo, oder euch. Oh, was ist denn hier los?
Das ist so schön, da wenn eine Laute. Ja, die habe ich dir extra da gelassen. Die muss ich aufheben. Eingeweide, die würde ich auch mitnehmen. Das ist richtig schön, gerade das Vögelchen zwitschern. Richtig toll. So. Nicht so, ja. Oh, hier ist noch ein Haufen. Dann hole ich da mal wieder was raus, wa? Wie hier. Ihr müsst sprechen mit Tieren, das ist oft lustig. Ich glaube, Tiere sind generell lustig. So, was sie uns so sagen würden, wäre schon echt lustig. Ich muss mal wieder Sachen ins Lager. Ja, ich mache das gerade auch. So, was ist das hier eigentlich? Zertrümmerer Pflege, selten. Geschenk, trifft er mit einer Waffe einen Gegner, so wird der Anwender 600 geheilt. Wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin in jedem Zug einen Feind trifft. Hä, wofür ist das denn dann sinnvoll? Gute Frage. Oh, ich liebe das Vögelgezwitscher. Greife ich damit dann meine Teammates an, oder wie? Was meinst du? Naja, diese Waffe, das ist ein Zertrümmerer. Da steht dran, 2-7 Schaden. Ein D6+1. Au. Trifft er mit dieser Waffe einen Gegner, so wird der Anwender. Achso, der Anwender wird geheilt. Kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin in jedem Zug einen Feind trifft. Okay, ja, das wollen wir vielleicht nicht machen. Ja. Ne? Hä, warum ist denn hier Essen? Okay. Whatever. So, das muss ich auch ans Lager senden. Hab noch ein bisschen was, was ich weg. Ich spiele auf PC. Ich habe nur einen Controller angeschlossen. Same. Abartig, wie wir sind. Ich habe eine Truhe gewonnen. Babo. Das ist gut. Sollen wir dann mal langsam zum Hexenhaus gehen? Ja. Sonnenbeschienene Sümpfe, sehen die toll aus. Richtig beautiful. Richtig schön. Papa, bist du wieder explodiert? Nee, ich bin diesmal gesprungen. Kann mir doch keiner erzählen, das ist ein scharfes Alter. Ich frage mich aber auch, wo ist mein mit Tieren reden? Ich hab's noch schon. Das ist kein Tier, das ist was anderes. Ja, das ist doch das, was der andere Typ gesagt hatte. Ja, das ist irgendwas Verwandeltes. Aber es ist irgendwie süß, es soll so bleiben. Es versucht sehr, wie ein Schaf zu wirken. So, was ist jetzt das mit diesen, ich kann mit Toten reden und irgendwie geht's nicht. Ich habe irgendwelche Sprüche gespeichert oder sowas. Bah! Soll ich mal das Schaf angreifen? Nein, noch nicht. Lass uns mal hochgehen. Ich habe Angst, dann wieder alles auf uns losgeht hier. Ich genieße gerade die Idylle, weißt du, mit den Vögelgezwitscher und irgendwie ist alles heile Welt und Papo soll ich Schaf umbringen. Na klar. Okay, ich komme mal zu dir. So. Also was ich mache, ich lasse Dezelle vorgehen, weil die ist tankiger. Ja. Und die kann auch die Tür richtig. Achso, das. Da ist keine Tür. Die habe ich schon geöffnet, die Tür. Oh, ist hier. Ah, guck mal, hier sind wir. Oh. Ich oder du? Mir ist egal, red du ruhig mit ihr. Achso, du redest schon mit ihr. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back. If it isn't the cheekiest pop of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young lady. Ihr denkt, ihr könnt mir Angst machen. Ich habe schon Schlimmeres als euch erlebt. Gith entschuldigen sich nie. Was soll ich sagen?
Das. Oder das. Kiryanki. No, Petal. You haven't. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Okay. God grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Schönes Essen vergiftet, oder? Was ist Mayrina? Ich habe gleich Neuigkeiten für sie. Die Dame scheint ihre Mahlzeit nicht zu genießen. Behandelt ihr alle ihre Gäste so schlecht? Oder das? Watch that tone, sweetie. You want to be in my good books. Trust me. Boah, ich glaube, ich werde sie so krass töten. Oh, warte mal, was? Oh. Woher wisst ihr das? Stimmt, was stimmt, was nicht diese Frau? Warum ist? Speicher mal. Aber woher wisst ihr das, finde ich, ist die beste Antwort. Because you stink. And I know the stench of mind flayer anywhere. I can tell you're almost done cooking. You know, you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Na, das vielleicht. Oder du lässt ihn dir rausholen. Nee, vom Preis nee, ab. Die mag uns doch nicht. Dann mach lieber Teufel. Was macht der Raphael? A devil? Spare me. Blathering windbags in love with the sound of their own voices. I'm the safer bet. Plus, you'll get to keep your soul. Okay. Handeln? Angreifen. Ich hab jetzt hängt vom Preis ab. Holt den Verfluchbar. Ich lasse es drauf ankommen. Ich trau dir halt nicht. Ich will halt nicht, dass die... Was? Genau, ich will halt nicht, dass die irgendwas macht an uns, weißt? Ja, ich sag angreifen. Aber dann speicher mal. Hab ich ja schon. Gut. Oh, oh, oh. Was passiert jetzt? Oh, der Wald wird hässlich. Ach, du Scheiße. Ja. Wir hätten das Wasser nicht trinken sollen aus dem Brunnen. Glaubst du? Ja. Sind wir deswegen tot? Deswegen sind die ganzen Tiere sind. Sind nämlich vergiftet gewesen. Oh, du bist so weit hinten, aber vielleicht kannst du uns irgendwie heilen. Nee, das ist gut, ja, das ist genau das, was ich jetzt vorhab. Beziehungsweise wahrscheinlich erstmal. Wenn die Maske fällt, ne? Ich hab der meinem Teil voll vertraut. Ich caste mal erstmal Schaden auf sie. Cool. Und jetzt kann ich noch. Ich glaube, heilen muss ich noch gar nicht. Wir sind ja noch alle relativ voll. Ja, Lissell vielleicht. Heirate vielleicht die Lissell. Heirate die Lissell. Nein, das meine ich nicht. Aber wo sind denn diese anderen Viecher? Draußen sind. Ach, das sind die Schafe gewesen, ja, ne? Ja, furchtbar. Okay. Aber konzentriere dich auf die Hexe. Ja, kann ich mit dem jetzt noch irgendwas machen? Nee, okay. Dann ist Lissell dran. Ich glaube, mit ihr gehe ich jetzt mal. Was habe ich denn so dabei? Pfeil des Feuers, jetzt bin bewirkt bei allen Zielen in der. Nice. So, und dann machen wir noch eine extra Aktion. Nochmal drauf. Ja, ich überlege gerade, ob ich. Okay, was krass mit der bösen Hexe, ne, dass sie die ganze Welt auch so manipuliert, so richtig cool gemacht. Das wäre ich nice. Okay, was hieß Wappnen? Wappnen Zug. Du brauchst 6 Meter deine Bewegungsrate, verbleiben im Zug, würfelst du 2 Fänger und verwendest das höchste Ergebnis. Ja, das ist mir jetzt egal. Okay, dann schieße ich noch einen normalen Fall auf sie, I guess. Fehlschlag. Jetzt kommen die Schafe. Ja, die sind ja ewig weit weg. Ball geht. Okay. Du bist voll auf die Hexe, ne? Ja.
Boah, die hat eine hohe Verteidigung. Die ist wirklich hässlich wie die Nacht. Ich überlege gerade, ob vielleicht, was hilft denn gegen die Hexe? So ein Eispfeil oder irgendwie, vielleicht doch die Dolche sind, glaube ich, oder ist Feuer gut? Ja, aber du sollst das Harem wieder zurückziehen dann. Ja, ich mach mal, aber die Dolche kann ich hinter sie placen, weißt? Ja, okay, das ist auch gut. Ja, das war gut. Okay. Und dann kann ich eventuell... Zieh die mal ein bisschen zurück nach links, oder? Auch, also hinter Lazelle vielleicht. Mich, ja. Ja. Kannst du nach Astarion immer auch noch bewegen? Nee. Okay. Okay. Okay, die kommen jetzt natürlich alle an mich ran. Ja, es dauert. Oh. Ja, ich werde gleich einfach mit meinem Charakter wegsprinten. Ja. Kann ich nicht, ich stehe direkt neben denen. Ich muss, glaube ich, erstmal mit denen die facen. Oh nein, die Sau haut ab, wir müssen die unbedingt holen. Ja, ja, die lassen wir nicht hinkommen. Die blöde Kuh. Shit. Oh, ist sie schon weg? Okay, die Hack ist also weg. Na gut, dann... Aber ist sie nachher dann hoffentlich auch verletzt oder nicht? Ich nehme an. Okay, wenn ich jetzt aber Spurten mache, dann... Spurten ist ja schon eine Aktion, tu den ne? lieber eher angreifen, weil der schlägt dir sonst in den Rücken. Ja. Na, ich bin jetzt mal mit Lazelle dran. Ah. Achso, wie kann ich jetzt wechseln auf den anderen Charakter, dass ich den zuerst steuere? Gar nicht. Du musst immer die Reihenfolge abwarten. Aber die sind ja beide gleichzeitig dran. Nee. Glaube ich nicht. Achso, ansonsten mit R2. Mit L2 kannst du jetzt rumschalten eigentlich. Mit L2? Kannst du dann in deinem umschalten. Ja, genau, das wollte ich. So, okay. Das heißt, das hat auch voll der Vorteil. Es geht es im echten Game auch, glaube ich nämlich nicht. So, kann ich noch irgendwas machen? Oh, schade. Die Hexe ist aber jetzt nachher nicht verletzt, oder? Das hat nicht so richtig funktioniert. Weil die wollte ich eigentlich töten, bevor die abhaut, die Sau. Ich glaube, wenn ich jetzt weggehe, kriege ich halt einen Schlag in den Rücken. Aber ich glaube, es ist besser, als dass ich dann noch bei ihm dran stehe. Dann kriege ich nur einen Schlag zumindest. Oh. Ja. Die sind nicht so stark. Ja, deswegen. Okay, dann jetzt wechseln auf Lazelle. Und... Ich glaube, wir schießen mal... Ah, sie haben vorhin die Wahrnehmungswurf versemmelt und daher ist die Illusion geblieben. Ja. Kann ich noch was machen? Okay. Ich kann mich nochmal heilen. Okay. So, der kann nicht weiter weg, dann sind die jetzt wieder dran. Okay. Blutdurst. Blutdurst. Jetzt gammeln die da draußen. Sieben Zwerge oder was ist das? Genau, es waren die Schafe. Wahrscheinlich soll es was wie sieben Zwerge sein. Das waren die Schafe. Hast du gerade die Tür kaputt geschossen statt den Gnomen? Also eigentlich habe ich auf ihm gezielt. So eine Scheiße. Oh, lauf mal nach vorne zur Lazelle, ne? Aber rechtsrum, dass du nicht durch die Giftfolge musst. No choice but to keep going. So, shit. Einfach die Tür kaputt gemacht. Ich wollte den treffen. Oh, wie cool du an uns vorbeigeschossen hast. Ja, das ist voll geil. Nice. Mit der Waffe kann man machen, was man will. Die schießt überall rum, auch um Ecken. Trennungswurf gelungen. Ja, das war nicht so effektiv. So, jetzt müssen wir mal reinkommen, die kleinen Schweinchen. Ja, der hat Spuren benutzt. Das heißt, der kann eigentlich nichts anderes mehr machen, oder? Okay, Hauptangriff. Not so nice. So, Lazelle. Ich bin inspiriert. Okay, ich glaube, dann schlägst du jetzt mal auf den drauf. Hä? Hat sie zugeschlagen? Oder was ist gerade passiert? Gute Frage.
Bei mir gab es nämlich keine Animation. Ich habe ihn nochmal weggeschubst. Okay, okay, dann das war mein Zug. Der läuft jetzt wahrscheinlich komplett außenrum an. Nee, doch nicht, zum Glück nicht. So. Okay, dann machen wir den direkt vor uns noch weg, ne? Also wirklich, die gehen mir echt auf den Sack. Can't even catch my breath. Ich finde die irgendwie ein bisschen süß. Die Dinger? Ja. Ich finde die übel nervig. So. Was ist denn da passiert? Wie geil, du hast da rechts außen rumgeschossen. Ja, die finden immer ihren Weg. Deswegen, wenn du einfach die Stufe 5 oder so hast, die gehen übel ab. Und gegen später hat die auch so einen Hunger. Das ist richtig krass. So eine fette Wolke, die den Leuten so viel Ding abzieht. Warum kam da einer dazu? Die denen so viel Energie abzieht und die sich in dieser Wolke langsam bewegen. Das ist schon nice. Oh, ich habe eine gute Idee. Nice, voll gut. Machst ja voll viel Schaden. Vielleicht solltest du doch öfter mal angreifen auch. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. So, jetzt wird wieder geschubst. 20%. Das hat leider nicht gereicht. Der Türbug, was war das gerade? Ist es ein Bug oder wie, dass man die Tür trifft? Ja, siehst du? Das war keine Absicht. Es werden immer mehr, ne? Das ist übel nervig. Nee, es sind immer noch nur 3. Nee, es waren vorhin 2, da kam einer dazu. Nee, ich glaube, es waren vorhin auch schon 3. Nee, wir haben doch einen getötet. Ach so, stimmt. Jetzt haben wir. Stimmt, einer ist ja wirklich eigentlich tot. Wo ist denn der andere? Den habe ich getötet mit diesem Ding von hinten. Ja, ich meine, wo ist denn der noch neu dazugekommen ist jetzt? Der kam von. Das ist eine gute Frage, der kommt jetzt wahrscheinlich dran. So much for peace. Wenn ich den mal sehen würde. Du, dass man sich im Kampf nicht mit der Kamera einfach so bewegen kann. Ja. Hä? Oh, schon wieder Cutscene? Ja, guck mal, wie weit weg der ist. Hinten. Ja, okay. So weit, dass das Spiel kurz lädt. Oh je. Das war ein Fehler von mir. Nice. Okay, der andere juckt uns auch schon gar nicht mehr. Nee. Okay. Ja, die Kackhexe ist einfach abgehauen. Die ist weg. So eine Scheiße. Brief von M. Schrift und endet in einem gehastigen Gekritzel. Ethel, in Baldur's Tor sind Mächte am Werk, die gequäkenden Schufte versuchen, mich von meinem eigenen Gebiet zu vertreiben. Ich habe mindestens 4 ihrer Leute getötet. Keiner hat geredet, jedenfalls noch nicht. Warum sagt sie, dass sie müde ist und ins Camp muss? Ist es dann so? Krötenkanne. Scheiße. Ja, die Sau ist einfach abgehauen. Papo, du hattest den richtigen. Was soll denn das? Du hattest den richtigen Riecher. Ja, ne? Ja. Oh, hier ist ein Trank der mächtigen Heilung, den nehme ich mit. Also hier kommen wir auf jeden Fall. Mit Tieren. Geil, nimm mit. Schlüssel Teehaus. Weißes Brot, Brot, Butterbrötchen. Ich nehme das ganze Brot mal mit fürs Lager. Von der Hexe Brot mitnehmen ist immer eine gute Idee. Oh, voll viel Heiltränke, geil. Hier ist ein roter Apfel drin, ne? Ich weiß noch nicht, ob... Aber die hat da doch gesagt, roter Apfel nix gut, oder? Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Okay, wir müssen ja gleich mal hier durch den Kamin durch, ne? Genau. Bis wir das machen, würde ich sagen, beenden wir aber erst einmal diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Wir freuen uns wieder über Tipps und Tricks. In der nächsten Folge haben wir noch ein paar Kommentare von der Folge davor jetzt schon mal reingepackt. Und weil wir machen eine Doppelaufnahme. Und ich bedanke mich wie immer. Danke an Papo. Twitch links unten in der Beschreibung. Und dann reißen wir jetzt in der nächsten Folge der Hexe mal den Po auf. Genau so.